laden den Spielstand. Er ist da. Schaut mal, wir sind 8. Dezember 1944. Na, also fast Kriegsende. Die Scheuermann-Lose-Gruppe. Schauen wir mal. Ich bin mir sicher. Okay. Wie die Gutmanns wurden tausende Juden Richtung Osten deportiert. Die Züge fuhren täglich. Wir wussten nicht genau, was mit ihnen geschah. Doch die Gerüchte, die wir hörten, klangen furchtbar. Aber wir hatten keine Ahnung, wie viel furchtbarer die Wahrheit war. Nach einer Serie deutscher Siege schlugen die Alliierten zurück. Deutsche Städte wurden regelmäßig von alliierten Bombern angegriffen und zerstört. Im Winter 1942 verlor die Wehrmacht in Stalingrad mehr als 300.000 Soldaten. Die meisten von ihnen starben, nicht nur durch feindliche Kugeln, sondern auch von Kälte und Hunger. Die übrigen wurden gefangen genommen. Viele von uns dachten, der Krieg sei nun endlich vorbei. Aber es war nicht vorbei. Obwohl die Wehrmacht seit 2 Jahren auf dem Rückzug war, gab das Regime nicht auf. Im Gegenteil. Je mehr Niederlagen es einstecken musste, desto aggressiver und brutaler wurde es. Kapitel 4: Zusammenbruch. Dezember 44, wir schreiben das 5. Jahr des Krieges und Deutschland verliert. Unsere Städte liegen in Trümmern, die Wehrmacht ist auf dem Rückzug, aber das Regime ist immer noch nicht besiegt. Geschwächt ist es aggressiver denn je. Gerüchte über unsägliche Gräueltaten erreichen uns aus dem Osten. Wir haben die meisten unserer Anhänger verloren, viele starben im Krieg oder gaben auf. Aber wir leisten immer noch Widerstand. Was sollen wir sonst tun? Bald müssen die Strecken doch vorbei sein. So hoffen wir zumindest. Okay. Es gab übrigens heute noch einen Patch, gerade heute, passend. Der dritte größere Patch zu dem Spiel. Und unter anderem haben sie wohl die Kritik ein bisschen bereinigt, was diese Zeitung betrifft. Ich glaube, 33 oder 36, die Zeitungen, die sind sozusagen irgendwie jetzt so als Untergrundflugpost oder sowas. Nee, das ist ja hier Flugpost, aber so als Untergrundpostillen oder so jetzt gestaltet. Also das ist weitaus sinnvoller, als dass es den Eindruck erweckt, als würde solchen Nachrichten in den offiziellen Zeitungen stehen. Und ihr seht es, auch hier ist es deutlich geschickter gemacht. Also wir haben einmal die Gazeta. Ardennenoffensive beginnt. Deutsche Truppen starten eine massive Gegenoffensive an der Westfront, um die Alliierten zurückzuschlagen. Flugpost abgeworfen über Berlin. Churchill unterstützt Sowjets. Der britische Premierminister unterstützt die territorialen Ansprüche der Sowjetunion gegen Polen. An alle Berliner neuer Orden Warschauer Schild. Hitler plant, Soldaten auszuzeichnen, die im Warschauer Aufstand gegen die polnische Bevölkerung kämpften, mit einem neuen Orden auszuzeichnen. Okay, da sind wir wieder beisammen. 18. Dezember. Oh, ich bin so wütend. Ich könnte das Schwein einfach umbringen, sagt Josef Herzberg während unseres Treffens. Alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Ich wurde ausgeraubt. Haben Sie Geld gestohlen? Nein, fast wäre mir das lieber. Sie haben meine Kohle gestohlen. Ich kann meine Wohnung in diesem Winter nicht heizen. Meine Familie friert. Wir brauchen Kohle oder das Geld, um welche zu kaufen. Okay, jetzt scheint sowas ein Thema zu sein. Jetzt ist das Blöde, ich weiß überhaupt nicht, was wir für Vorräte haben, aber ich würde mal sagen, wir geben ihm mal 10 von 50 Mark. Geld können wir, glaube ich, am leichtesten organisieren. Kohle wird vermutlich schwieriger sein. Ja, wir gehen auf jeden Fall die Leute durch. Ich muss selber wissen, welche Skills ich habe. Alles gut, wir werden das alles in Ruhe sozusagen uns anschauen. Keine Angst, ich führe euch ein in die Situation und mich selbst auch. Wie gesagt, ich konnte mich heute nicht vorbereiten. Ich bin euch allen so dankbar, sagt Josef. So, da sind wir. Moral minus 5, Mark minus 10, Josef Herzberg plus 10. Gut, dann schauen wir mal, was hier so los ist. Okay, also, ich hole mir auch gleich mal einen Zettel. Den muss ich kurz hier nochmal
organisiert. Also, dann schauen wir uns die Leute nochmal an. Wir haben Julius Scheuermann, das ist sozusagen der Chef der Gruppe und arbeitslos und Anarchist. Ansonsten relativ gleich verteilt, Geheimhaltung haben aber alle relativ gut, das ist seine große Stärke. Dann haben wir Wilhelm Irre, der ist auch Anarchist, aber gleichzeitig Beamter, eine sehr besondere Konstellation. Und er ist kribbelig, ein Wert, der irgendwie noch nie eine Rolle gespielt hat, gefühlt. Bei ihm ist Stärke besonders, vielleicht mit 4. Ist ja, glaube ich, ganz gut. Notiere ich mir mal kurz. Wilhelm Irre, Stärke. So, Christian Sauer ist Schreiner, katholischer Konservativer und Anführer. Durchaus eine sehr wichtige Fähigkeit. Geheimhaltung sind alle gut, der Rest ist so Durchschnitt. Dann haben wir Elise Hoffmann, Journalistin, christlich-liberal, Mediatorin. Oh, sie ist Geheimhaltung schlecht, sehe ich gerade, aber sie ist Propaganda sehr gut. Elise ist Propaganda-affin. Das ist ihre große Stärke. Allgemeinwissen dafür schlecht. Und wir haben Josef Herzberg. Er ist auch Arbeiter gewissermaßen, Schlosser, aber Monarchist. Kommt aus einer ganz anderen Ecke und Egoist. Er hat ein ganz gutes Allgemeinwissen. Das ist seine Stärke. Ja, müssen wir gucken, ob wir die Stärken weiter ausbauen, falls wir nochmal hochskillen können oder nicht. Gut. Dann Marc Kollege, Frauen Geheimhaltung. So, Inventar. Was haben wir hier alles? 40 Mark. 4 Zubehör und 4x Kohle. Ein gefälschter Reisepass. Die Chance, eine neue oder alternative Identität aufzubauen. Hilfreich für Mitglieder und Verfolgte. Und eine Militäruniform. Haben wir die mitgenommen? Ich weiß es nicht. Wir haben immer noch Kontakte. Ein Priester, Robert Buchbinder, wird über unsere Aktion mit Mitgliedern seiner Gemeinde sprechen. Da konnte man, glaube ich, ein Fragezeichen überspringen, bin mir ganz sicher. Kann später helfen, Gauner und die Kriegsgefangene. Okay. So, und jetzt haben wir, wenn ich das richtig sehe, erstmal gar nicht so viel wie sonst zur Auswahl. Es steht hier oben eine große Aktion zur Wahl, die wir anpeilen können. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommen. Wir gucken mal. Gerüchten zufolge ist der Kriegsverbrecher und Mörder Ludwig Meyerfeld derzeit in Berlin und plant seine Flucht. Wir müssen ihn aufhalten. Okay, das könnte ein großes Ziel sein. Und dazu brauchen wir 3 Zeugnisse, um das zu erreichen. Okay, das ist ein ganz anderes Thema. Interessant. So, ansonsten, was können wir machen? Was können wir machen? Also, wir haben einen... Wir sehen gar nicht mehr, wo das hinführt und so. Das ist also, es sah völlig anders aus jetzt bei Kapitel 3. Ganz merkwürdig. Okay, also, wir können einen Freund treffen. Wir können einen Gewerkschafter treffen. Wir können einen Pastor treffen. Hier noch ein Freund. Was das bringt, wissen wir nicht. Dann haben wir Aktivitäten der Wehrmacht beobachten. Das bringt uns Informationen. Wie gewohnt, wie bekannt. Aber wozu wir die brauchen, wissen wir das noch nicht. Farbe kaufen ist noch so ein Ding. Hier Versteck einrichten. Okay, das ist natürlich wichtig. Dafür brauchen wir was nochmal? Wissen wir auch nicht. Geld. Hier ist Papier kaufen. Alles fängt alles sehr gemütlich an. Ja, und hier ist unser Hauptquartier. Mehr gibt es jetzt erstmal nicht zu gucken. Das heißt, am Ende heißt es jetzt erstmal alle Leute treffen. Ne? Das ist relativ unkritisch. So, was schreibt der Chat? Mr. Seraphim schlägt vor, dass wir den Priester gleich einsetzen. Okay, das können wir mal machen.
Ah ja, alles klar. Das ist komisch. Warum war das in Kapitel 3 so, dass man gesehen hat, wohin das führt? Und jetzt sieht man das erst, wenn man die Gespräche macht. Naja, mir soll es recht sein. Auf jeden Fall sparen wir uns jetzt eine Aktion, was absolut gut ist. So, was ist denn hier alles in welcher Reihenfolge zu machen? Aha, mit Christen sprechen ist dann das nächste. Und wenn wir das gemacht haben, können wir Spenden in Wedding sammeln. Verletzte auf die Krankenstation bringen. Mit gefälschten Ausweisen können wir Verletzte oder Kranke auf eine Krankenstation bringen und sie behandeln lassen. Ah, okay. Und eine Lieferung überfallen. Vorräte können wir dort stehlen. Mhm. Gut. Dann sollten wir das auf jeden Fall, denke ich mal, machen. Christlich-liberal, das passt perfekt. Das können wir direkt schon mal zuweisen. Okay, dann werden wir hier mal wieder einen Freund treffen. Das kann Julius unternehmen. Unser Anarchistenfreund, den wir dort treffen. Hier oben haben wir einen Gewerkschafter. Christian meldet sich als Schreiner. Perfekt. Dann haben wir hier einen Sozialdemokraten. Das kann Wilhelm Irre machen. Na, obwohl, das könnte eigentlich Josef auch noch mitmachen. Ja, er ist Arbeiter. Das passt schon. Und dann haben wir hier hinten noch einen Freund. Der ist auch Anarchist. Das passt dann für ihn ganz gut. Okay, dann haben alle erstmal die Kontaktaufnahmen. Ich denke, das ist das Sicherste, was man am Anfang machen kann. So. Vielleicht durch den Patch geändert. Das kann gut sein, Akira. Es war vielleicht ein bisschen überwältigend, wenn man sozusagen diese ganzen Connections sofort gesehen hat. Und vielleicht auch so ein bisschen, bisschen zu berechenbar, das Ganze. Ja, genau, Snow Warning. Wir haben eine christlich-liberale, die passt da gut rein. Okay, Uniform stehlen, das ist, glaube ich, steht jetzt hier noch nicht zur Debatte, würde ich mal sagen. Ne? Also wir gehen mal weiter, einfach so, wie wir es gemacht haben. Ja, die Planung beginnen. Wenig Unterstützer haben wir und es geht los. Ich hoffe erstmal, dass wir nicht gesehen werden. Wir treffen eine Freundin. Sie hasst die Nazis weiterhin. Sehr schön. Ein Unterstützer erstmal. So, wir sprechen mit einer Sozialdemokratin. Auch sie ist bereit, uns zu helfen. Auch hier ist alles normal gelaufen. Wir sind in Wedding und sprechen mit der christlichen Gemeinde dort. Und da gibt es natürlich jetzt schon die große Gruppe. 7 scheint, glaube ich, ganz gut gelaufen zu sein. Und Christian Sauer, Gewerkschafter und ein Vorarbeiter treffen wir als neuen Kontakt. Gibt uns freien Zugang zu einer Fabrik. Oh, das ist gut. Das ist gut. Da müssen wir nicht einbrechen, falls das mal nötig ist. Und hier haben wir eine Freundin in Spandau. Okay. Sie bringt 3 Unterstützer. So, alles perfekt gelaufen. So, was haben wir hier? Es ist der 24. Dezember 44. Unsere Welt ist zu einem Albtraum geworden. Aber es ist dennoch Weihnachten. Meine Nachbarin Anne Mannhold hat mich eingeladen, Heiligabend bei Ihnen zu verbringen. Ja, Jan, ich habe vor, dass wir die großen sternförmigen Geschichten machen. Das ist eigentlich das Ziel. Habe ich beim letzten Mal auch probiert. Wir sind wirklich um ein... Dramatisch war es. Dramatisch. Und es war wirklich ein individueller Fehler meinerseits. An alle, die sich erinnern. Ich habe mich bei einer Ertapptwerden-Aktion habe ich mich versteckt. Und das führte dazu, dass wir die Hälfte der Papier irgendwie nur bekommen haben. Irgendwas. Oder Zeitungen oder Bücher. Und dadurch kam der ganze Zeitplan auseinander. Wir haben es gerade so nicht geschafft. Das war dramatisch. Aber eigentlich ziele ich darauf ab, diese großen Ziele zu kriegen. Die Primärziele. Genau. Okay, also, jetzt mal. Was machen wir? Wir werden etwas zu trinken mitbringen, würde ich mal sagen. Ich beschließe, meine letzte Flasche Johannisbeersaft mitzubringen. Anne Mannhold und ihre Kinder Elsbeth und Klaus haben schwere Zeiten hinter sich. Vater Volker Mannhold ist bei Stalingrad gefallen. Wir klopfen. Ich klopfe an die Tür und Frau Mannhold öffnet. Herr Scheuermann, kommen Sie herein. Herr und Frau Obst sind im Wohnzimmer. Ich bin noch einen Moment in der Küche beschäftigt. Wir geben ihr den Saft. Es ist nicht viel, aber ich habe Ihnen das mitgebracht. Danke, wie nett von Ihnen.
Die Obst, ein freundliches älteres Ehepaar, das im ersten Stock wohnt, ist bereits da und schaut zu, wie Elsbeth den Baum schmückt. Schmückt sie den Baum oder macht sie einen Hitlergruß? Ich weiß nicht. Wir schauen uns mal um. Der Weihnachtsbaum ist ein kleines, mickriges Ding, eher braun als grün. Oh, braun als grün. Naja. Und sieht so aus, als würde er jeden Moment unter dem Gewicht der Dekoration, die Elsbeth aufgehängt hat, zusammenbrechen. Hoffen wir, dass es heute Abend keinen Fliegeralarm gibt, sagt Herr Obst. Sicherlich nicht. Ist ja Weihnachten. Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen Braten à la Anne präsentieren? Sie kommt herein und stellt eine dampfende Schüssel auf den Tisch. Elsbeth befestigt die letzte Kerze am Baum und setzt sich an den Tisch. Wir loben einfach mal, wir fragen nicht nach. Das sieht köstlich aus und riecht wunderbar. Danke. Ersatzbratfleisch aus Kohl, Haferbrei und dünnen Wurstscheiben, das sind die fleischigen Stücke, sagt Anne. Ich hoffe, es wird euch schmecken. Wir sprechen trotzdem mal mit den Obsts. Ich erfahre, dass die beiden Professoren für Geisteswissenschaften an der Universität waren. Aber beide wurden überredet, früher in den Ruhestand zu treten, als wir gehofft hatten, wie Frau Obst es ausdrückt. Nach dem Abendessen singt Elsbeth Weihnachtslieder, bevor sie ihre Geschenke öffnet. Ich habe eins für Klaus, sagt Elsbeth. Machst du es für ihn auf, Mama? Mir wird zum ersten Mal die Abwesenheit von Elsbeths älterem Bruder bewusst. Wo ist dein Bruder? Wo ist Klaus? Er ist jetzt ein Held, er kämpft gegen die Bolschewisten, sagt Elsbeth. Ruhe, sagt ihre Mutter. Ist er nicht zu jung dafür? Wie alt ist er dann? 16. Das ist das neue Rekrutierungsalter. Er hat eine kurze Ausbildung bekommen und wurde dann sofort nach Polen geschickt. Verdammt. Verbrecher, sagt Frau Obst. Verdammte Verbrecher, Kinder in einen schon verlorenen Krieg schicken. Wirst du jetzt still sein, Waltraud? Du weißt nicht, was du sagst. Pass auf, sonst bringst du uns alle noch in riesige Schwierigkeiten, sagt Herr Obst. Naja, wir sind ja unter uns. Frau Obst, Sie haben vollkommen recht. Aber es stimmt auch, was Ihr Mann sagt. Sie sollten aufpassen, was Sie heutzutage vor anderen Menschen sagen, warne ich Sie. Ach, lassen Sie, wir sind doch unter Freunden hier, oder? Ha, das Gleiche, was ich gesagt habe, Frau Obst. Komm, wir bleiben noch ein wenig. Ist doch so ein schöner Abend. Hat man nicht oft. Jetzt noch Nachtisch und Getränke, sagt Frau Mannhold und kommt mit einem Kuchen aus der Küche. Es klopft an der Tür. Wer ist das? Erwarten Sie jemanden, frage ich. Niemanden. Elsbeth, würdest du bitte die Tür öffnen? Drei Männer betreten den Raum. Sie tragen Wehrmachtsuniformen und die silbernen Halsketten der Militärpolizei. Kettenhunde, so werden sie genannt. Finden mal raus, was Sie wollen. Darf ich fragen? Setzte ich an, aber einer der Männer unterbricht mich. Heil Hitler, sind Sie Anne Mannhold, Mutter von Klaus Mannhold? Ja, das bin ich, sagt Frau Mannhold. Ist Klaus hier? Oder wissen Sie, wo er ist? Fragt einer der Offiziere. Seine beiden Gefährten gehen durch die Räume und stöbern in allen Ecken. Wir schweigen. Klaus ist an der Front, sagt Anne. Nein, ist er nicht. Deshalb sind wir hier. Gibt es noch weitere Räume? Einer seiner Begleiter tritt an den Tisch. Und wer sind Sie? Nachbarn. Nachbarn also, sagt der Kettenhund. Ihre Papiere bitte. Wo ist Ihr Ehemann, Frau Mannhold? Fragt ein anderer. Er ist bei Stalingrad gefallen. Wir zeigen den Reisepass. Er nimmt ihn nicht entgegen, stattdessen schaut er mich an und fragt: Warum sind Sie nicht an der Front? Ja, das ist überhaupt eine gute Frage. Warum wurden wir nicht eingezogen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das wurde gar nicht erzählt, oder? Das ist jetzt irgendwie eine doofe. Ich meinte, wenn wir beurlaubt sind, also in beiden Fällen müssten wir irgendwie eine Bescheinigung haben, oder? Wie alt sind wir? Gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie alt wir sind. Steht da ein Alter? Er hat sich krank schreiben lassen. Ja, ein Mitverschwörer hatte eine Krankschreibung, so war es.
Ja, das wurde nicht ganz erzählt. Es wurde nur vereinzelt erzählt. Ne? Ich würde mal sagen, wir bleiben mal bei der Geschichte mit dem Krankgeschrieben. Also, wir machen das auch. Beurlaubt ist irgendwie, das ist nochmal ein anderer Schnack. Ich gebe ihm meinen gefälschten Krankenschein, den einer unserer Anhänger regelmäßig für mich aktualisiert. Okay, jetzt wird es erzählt. Wir machen das mal ohne Kommentar. Er nimmt den Schein an sich. Der normalen Polizei ist die Fälschung noch nie aufgefallen. Aber wie sieht es beim Militär aus? Ich warte geduldig, bis er fertig ist. In Ordnung, sagt er schließlich und gibt mir den Schein zurück. Jetzt Ihren Reisepass. Der Soldat überprüft meinen Pass und gibt ihn mir zurück. Als er fertig ist, zeigt er auf die Kerzen am Weihnachtsbaum und befiehlt, die Kerzen ausblasen. Warum? Was, aber warum? Achso, entschuldigt. Weihnachtsbeleuchtung ist in diesem Jahr verboten. Lichter sind die ideale Zielscheibe für feindliche Bomber. Aber wir haben die Vorhänge zugezogen, sagt Elsbeth. Von außen ist nicht zu sehen. Psst, Elsbeth, sagt Frau Mannhold. Es ist auch eine Verschwendung kritischer Rohstoffe. Also, Kerzen ausblasen oder Geldstrafe. Ja, ich glaube nicht, dass sie sich hier auf irgendwelche Bitten einlassen. Schon gut, sagt Frau Mannhold, die Kerzen ausbläst und vom Baum abnimmt. Alle weiteren Räume sind leer, sagt der Offizier, der in der Zwischenzeit die ganze Wohnung durchsucht hat. Sollte Ihr Sohn Sie kontaktieren, müssen Sie unverzüglich mit uns in Verbindung treten. Ich warne Sie, Beihilfe zur Fahnenflucht wird streng bestraft. Heil Hitler! Er hebt den Arm zum Hitlergruß und will gehen. Heil Hitler! Ach so, und frohe Weihnachten! Wir trösten Frau Mannhold erstmal. Ich bin sicher, Klaus ist in Sicherheit. Er ist schlau, er weiß, was er tut, sage ich. Vielen Dank, sagt Anne mit Tränen in den Augen. Sie werden unser Weihnachtsfest nicht kaputt machen, sagt Anne. Lasst uns den Kuchen essen. Na los, das muss ich zweimal sagen. Wir trauen uns nicht, die Kerzen wieder am Baum zu befestigen, aber wir stellen eine Kerze auf den Tisch und essen den Kuchen, den Anne aus Haferbrei und Margarine gebacken hat. Frau Obst unterbricht die Stille. Was für Schweine! In die Wohnung anständiger Menschen eindringen, Kinder jagen, Weihnachtslichter verbieten. Ach, Deutschland! Was ist aus dir geworden? Wir fragen nach Klaus, aber sie hat keine Ahnung. Ich kann nur hoffen, dass er in Sicherheit ist. Wo auch immer er sein mag, sagt Frau Obst, er ist dort sicherer als an der Front. Die Ostfront ist ein einziges Blutbad. Waltraud, hör auf, sagt Herr Obst. Was? Ist doch wahr, oder nicht? Wir gehen nach Hause. Ich bedanke mich bei Anne und Elsbeth und wünsche den Obst eine gute Nacht. Dann ziehe ich mich in meine Wohnung zurück. In meinen Träumen kämpfen als Soldaten verkleidete Kinder an der Front und Kettenhunde greifen Weihnachtsbäume an. Es klopft an der Tür. Herr Scheuermann, machen Sie bitte auf. Es ist Anne Mannhold. Vor mir steht Frau Mannhold im Nachthemd. Neben ihr steht ein Junge in Wehrmachtsuniform. Es ist Klaus, der Sohn, der eigentlich an der Ostfront sein sollte. Können Sie ihm helfen? Bitte. Er kann nicht bei uns bleiben. Da werden Sie zuerst nach ihm suchen. Ja, Leute, ich meinte, wozu sind wir in die Widerstandsgruppe, wenn wir nicht solche Situationen, wenn wir nicht da Unterstützung leisten? Das sind die konkreten Menschen um uns herum. Klar, helfen wir ihm. Klaus verstecken ist jetzt eine Aufgabe. Komm rein, Klaus. Und Sie, Frau Mannhold, gehen Sie zurück zu Ihrer Tochter. Ich werde auf ihn aufpassen. Okay. 14 Unterstützer, das ist recht viel. Moral allerdings wird ein Problem werden, glaube ich. Minus 9. Äthiopien wird unabhängig. Großbritannien erkennt die volle Souveränität Äthiopiens an, indem es das anglo-äthiopische Abkommen unterzeichnet. Erfolg für Widerstand. Dänische Widerstandskämpfer zerstören eine deutsche Produktionsstätte. Und an alle Berliner Bombenangriff auf Köln. Britische Flugzeuge bombardieren das Eisenbahnnetz in Köln. Klar könnte es die Gruppe gefährden, wenn wir Klaus helfen, aber wozu sind wir eine Widerstandsgruppe? Um nicht bestimmte Aktionen durchzuführen und unter anderem auch Leute zu helfen. Also wir würden ja unsere ganze Bedeutung verlieren. Es ist ja kein Selbstzweck, eine Widerstandsgruppe. Stimmt.
Klaus, die miese Ratte. Wir erinnern uns ja. Dezember. Christian Sauer hat einen Vorschlag und teilt ihn mit der Gruppe während unseres heutigen Treffens. Ich arbeite seit kurzem in einem Krankenhaus, also habe ich die Möglichkeit, an Medikamente zu gelangen. Was denkt ihr? Das ist eine schwierige moralische Entscheidung, ne? Das ist so wie mit dem Desinfektionsmittel beim Coronavirus. Kauft man es sich oder lässt es den Krankenhäusern? Das hilft sowieso nicht, wenn es nicht wie heißt es, wenn es auch gegen Viren ist. Aber das ist eine andere Diskussion. Was meint ihr? Wollen wir die Chance nutzen oder wollen wir es dem Krankenhaus überlassen? Okay, Edelhard erinnert daran, dass Klaus uns möglicherweise verraten könnte. Das ist natürlich auch noch ein Problem, ja. Okay, das gebe ich zu. Wie sieht der Chat das? Wollen wir die klauen oder nicht? Keine Macht in Krankenhäusern. Okay. Der Chat mal wieder sehr unentschieden. Lass dich nicht verletzen. Okay, Leute, das hält sich sehr die Waage, was ihr so schreibt. Okay, ich finde das Argument von Roffel ganz gut. Als Anarchist kann man sich da schon mal bedienen. Ja, stimmt. Lasst uns nochmal an die anarchistische Vergangenheit erinnern. Wobei, jetzt kommen wieder die Anarchisten und sagen, das würde ein Anarchist nicht machen in dieser Situation. Aber wir machen das jetzt nicht. Okay, also wir klauen. Soweit ist es mit uns gekommen, Medikamente stehlen, die Kinder und ältere Menschen dringend brauchen, sagt Josef Herzberg. Die meisten Patienten sind keine Kinder und alte Leute, sondern Nazi-Soldaten, sagt Christian. Die alle eingezogen wurden, ob sie wollten oder nicht, sagt Josef. So, wir bleiben bei der Entscheidung. Wir brauchen diese Medikamente, wir müssen es tun. Josef, ich verstehe das. Aber wir haben keine Wahl. Josef schüttelt den Kopf. Aber Josef soll sich mal nicht so ärgern. Wir haben ihm, glaube ich, doch mit den Kohlen geholfen. Ne? Insofern ist das ausgeglichen. Okay, wow. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir uns einen Überblick verschaffen. Wir haben erstmal den Vorarbeiter. Freier Zugang zu einer Fabrik oder einem Industriegebiet. So, dann im Inventar ist nichts Neues. So. Was haben wir hier für Aktionen? Wir haben hier hinten Klaus verstecken. Wichtig. Da brauchen wir 2 bis 3 Leute. Das ist einfach alles. Wir brauchen nichts. Das kostet uns nichts. Wir müssen es einfach nur machen. Und das Ganze ist 2 Wochen aktiv. Aber es gibt keinen Grund, darauf jetzt zu warten. Das werden wir auf jeden Fall machen. So, dann sind die Sachen neu. Verletzte auf die Krankenstation bringen. Allerdings benötigen wir dort, um das durchzuziehen, den gefälschten Reisepass. Alles klar. Einen haben wir im Inventar. Das Stehlen ist eine Aktion. Wir haben es nur noch gar nicht gemacht, Leute. Wir könnten es machen. 3 Medizin maximal. Ich würde sagen, das machen wir auch nur dann, wenn es für uns nötig ist. Ne? Also insofern ist das, glaube ich, moralisch zu vertreten. Und eine Lieferung überfallen. Das ist eine gefährliche Aktion. Wir bekommen Zubehör. Wofür auch immer wir das Zubehör brauchen, weiß ich noch nicht. Hier hinten haben wir Funkkontakt zur Roten Armee. Bringt Informationen. Und US Army bringt auch Informationen. Die Frage ist, wie kommt man an Zeugnisse? Das ist sozusagen die große Frage, die wir jetzt noch gar nicht so richtig entscheiden können. Hier gibt es wieder Sprengstoff, Flugblätter und so weiter.
Hier gibt es hinten noch einen Angriff auf einen Volkssturmtrupp. Dafür brauchen wir ein Gewehr. Und bringt ganz viele Unterstützer. Ist aber keine, sag ich mal, so eine Hauptaktion. Ne? Hier können wir einen Volkssturmtrupp entwaffnen. So, ist noch irgendwas wichtig? Spenden sammeln, das müssen wir mal bald freischalten, denke ich. Zerstörte Gebäude plündern. Bringt zufällige Ausrüstung. Das ist auch eine interessante Geschichte. Das gefällt mir. Hier haben wir wieder unsere Werkstatt. Also das ist auch wichtig. Mit Arbeitern sprechen müssen wir jetzt machen. Das kennen wir schon. Okay, gibt es noch irgendwas Interessantes, was uns unbekannt ist? Flugblätter und so weiter. Das ist soweit klar. Nun gut. Ja. Ja, Klaus verstecken, den gefälschten Reisepass mitnehmen. Können wir mal ausprobieren. Warum sollten wir Klaus alle 3 Wochen verstecken? Stimmt, die Uniform wird richtig. Deswegen die Uniform. Die wird immer hilfreich sein, ja. Harry Takt, nein, ich will nicht wissen, wie man an Zeugnisse kommt. Das wird sich ja dann noch ergeben. Das brauchst du nicht sagen. Wenn ich so rhetorische Fragen stelle, wenn ich so vor mich hin spreche, wie kommt man wohl an die Zeugnisse, heißt das nicht, dass ich von den Zuschauern eine Antwort erwarte im Sinne eines Spoilers. Achso, eine Sache habe ich noch nicht gesagt. Off-Topic, Fragen beantworte ich hinterher, wenn wir noch Zeit haben. Nicht während des Spiels. Gut, aber stimmt, die Wehrmachtsuniform, die können wir ja immer nutzen. Ganz vergessen. Okay, mit Arbeit entsprechend. Nee, erstmal verstecken hier. Das war wichtig. Das müssen 2 Leute machen. Hilfreich ist Geheimhaltung. Naja, auf jeden Fall Julius. Das ist schon mal ganz gut. Die Uniform hilft. Der gefälschte Reisepass hilft auch. Tatsächlich. Ja, guter Hinweis. Guter Hinweis, Mr. Seraphim. Beides hilft, kriegen wir auch zurück. Ja, müssten wir eigentlich zurückbekommen. Hoffe ich doch. Dann Wilhelm ist noch mit dabei. Oder Christian könnte das auch machen. Müssen wir kurz mal gucken. Ich glaube, mit den Arbeitern, da sollte nachher Wilhelm lieber sprechen. Ich denke, das ist zu verantworten. Das machen wir jetzt. Als nächstes ist die Arbeitergeschichte dran. Das wird Wilhelm erledigen. Oder gibt es noch jemanden, der das besser kann? Elise kann das natürlich auch sehr gut. Ja, 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 ja. Das ist noch besser. So, wenn wir das gemacht haben, wird das freigeschaltet. Spenden sammeln. Anarchisten wollen die nicht. Nee, ich glaube, dann tauschen wir es nochmal. Elise wäre hier sehr gut als christliche Liberale. Dann macht das doch Wilhelm. Ja, perfekt. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Christlich-Liberale und Freiberuflerin. Perfekte Kombination. Wunderbar. So, und dann haben wir noch Josef, der in Mitte mit Christen... Was kann er noch machen? Ob wir Papier brauchen, weiß ich nicht. Farbe kaufen, weiß ich nicht. Ob wir das jetzt schon benötigen? Wofür wir es benötigen? Das ist irgendwie unbefriedigend. So einen Job möchte man nicht durchziehen. Dann könnten wir höchstens... wir brauchen 2, um Klaus zu verstecken. Deswegen sind auch 2 eingeloggt. Josef zu den Arbeitern. Nee, das ist ein Monarchist. Ich meinte, oh Gott, das ist doppelt schlecht. Wir könnten hier die Sache... Nee. Nee, ist alles doof. Vielleicht kann aber, halt, vielleicht kann Josef hier helfen beim Verstecken. Ja, das ist trotzdem gut. Machen wir das so und dann ist Christian noch frei. Ein Schreiner. Das passt. Wunderbar. Perfekt. Okay. Das ist die gute Zuteilung. Dann haben wir es, glaube ich, optimal genutzt.
Josef wird nach dem Krieg sehr ernüchtert sein, weil die Monarchie nicht wiederhergestellt wird. Wer weiß, wie es hier ausgeht. Okay. Wir machen weiter. So, 5 Mark wird gespendet. In Wedding ist das Treffen mit der christlichen Gemeinde. 6 Unterstützer. Niemand wurde gesehen. Sehr gut. Unsere Elise, die ist unglaublich. Ah, verdammt. Wir verstecken uns mal. Wir haben, glaube ich, jetzt im Moment kein Geldproblem. Und sie sammelt trotzdem ziemlich viel. Und wurde noch nicht mal gesehen. Das ist gut. Wilhelm Irre ist da unterwegs. Und jetzt das Wichtigste. Das Verstecken mit Klaus. Und wir verstecken uns auch gleich mit... Okay, Reisepass und so ist wieder dabei. Es hat geklappt. Sie sind erfolgreich und verstecken den Jungen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Gut, 10 weitere Unterstützer. Moral plus 3 gewonnen. Sehr gut. 1. Januar 45. Bonn bombardiert. US-Flugzeuge greifen Brücken und Zugstrecken bei Bonn an. Alles ist in Ordnung. Goebbels sagt, Hitler erfreue sich bester Gesundheit und Stimmung. Schreibt die Gazeta. Die Gazeta. So eine Zeitung gab es, glaube ich, nicht, die so hieß. An alle Berliner mehr SS-Mitglieder. Die Waffen-SS hat erstmals über 1 Million Mitglieder. 1. Januar. Elise Hoffmann kommt zu spät zu unserem Treffen. Als sie eintrifft, ist sie außer Atem. Niemand ist mehr sicher, sagt sie. Hat uns jemand verpfiffen? Nein, es war viel schlimmer, sagt sie. Ich stand mit meiner Freundin Jenny in der Brotschlange. Sie hat darüber gesprochen, wie die Nazis uns in dieses Chaos verwickelt haben, ohne zu bemerken, dass SS-Männer in der Nähe standen. Was ist passiert? Eine von ihnen hat sie gestellt und sie des Volksverrats beschuldigt. Sie ist erst vor Schrecken erstarrt und dann in Panik losgerannt. Die SS erschoss sie auf der Straße. Am helllichten Tag. Es war schrecklich. Sie hatte nichts Falsches gemacht, aber wir leben in so schrecklichen Zeiten. Ich bin so verzweifelt. Nichts hält diese Verbrecher davon ab, jemanden auf offener Straße umzubringen. Du hast recht, wir müssen vorsichtig sein. Okay, Moral minus 5 durch diese Aktion. Gut. Alles klar. Neu. Nee, es ist nicht neu. Wird uns aber hier nochmal angezeigt, dass wir plündern können. Jetzt geht es nämlich erst los, genau. Vorhin hatte ich schon mal geluschert. Das ist interessant. Finde ich eine interessante Option. Was ist hier? Für eine Weile untertauchen. Oh, das ist, ja, das ist das, was ich in Kapitel 2 so sehr geschätzt habe. Beziehungsweise, nee, das ist das normale, ne? Ach so, das ist das normale Untertauchen, was immer Geld kostet. Das ist nicht das, was ich geschätzt habe, weil es teurer geworden ist. Gut, okay, also wir müssen irgendwie jetzt erstmal weiter Unterstützer sammeln, weil wir wissen noch nicht so richtig, wie wir an die Zeugnisse kommen. Wir können also auch noch nicht so richtig zielgerichtet vorangehen. Aber es gibt jetzt wichtige Aktionen und die erste ist mit Sicherheit die Werkstatt einrichten. Das ist absolut wichtig. Ich würde aber sagen, das machen wir als letztes, weil das, glaube ich, immer klappt. Das ist unkritisch. Ich würde sagen, Spenden sammeln in Wedding ist immer was für Elise. Außer es gibt einen besonderen Umstand. So, dann werden wir weiter... Sag mal, ist das... Scheint das immer mit den Christen sprechen? Das brauchen wir jetzt gar nicht mehr, ne? Wir haben die Sachen ja schon freigeschaltet. Okay, das ist nur, wenn es wirklich um Unterstützer konkret geht. Untertauchen brauchen wir auch nicht. Ich würde sagen, wir machen mal so eine Aktion mit den Gebäuden plündern. Julius, du bist da geeignet, meinst du? 2 Leute müssen das machen. Ich bin mal gespannt. Mal gucken, was da rauskommt. Können wir uns... Oh ja, sehr gut. Können wir uns auch noch die Militäruniform anziehen. So. Die Werkstatt muss eingerichtet werden. Aber irgendeine Sache müssen wir noch machen. Ja, wir brauchen ja Unterstützer. Dann sprechen wir nochmal mit den Christen.
Na, das ist unkritisch. Und dann richtest du die Werkstatt ein. Ja. So sieht's aus. Hat der Chat noch eine andere Idee? Moral ist echt ein Problem mit 34. Bei 0 ist Game Over. Könnte vielleicht das größte Problem werden in Kapitel 4. Den Aktionsbaum da oben rechts. Achso. Parolen auf Mauern. Flugblätter. Zugang zu einer Fabrik und Sprengstoff. Tja, das ist die Frage. Wie brauchen wir Sprengstoff? Ne? Ich meine, die Sache mit der... Mit den Parolen ist insofern immer ganz gut, weil man da sehr viele Unterstützer bekommt. Und wir können Panko-Spenden sammeln. Wobei Spenden jetzt nicht das Thema ist. Ja, können wir fürs nächste Mal können wir durchaus mal Farbe kaufen. Aber ich denke, jetzt lassen wir es mal so, oder? Wir brauchen nämlich jetzt hier mehr Unterstützer. Genau, Unterstützer sind die Grundlage für jedes erfolgreiche Kapitel. Das Plündern bringt Moral. Ah, okay. Das Plündern bringt Moral? Ah, sehr gut. Auch gut. Ein weiteres Argument zu plündern. Nee, sie kann da noch gar nicht Spenden sammeln, weil wir vorher das andere, glaube ich, freischalten müssen. Genau. Außerdem, im Wedding ist sie ja richtig, weil sie Freiberuflerin und christlich-liberale ist, während in Pankow, da ist das ein bisschen anders. Also sie ist perfekt im Wedding. Also das ist mit Elise, haben wir hier echt eine super Frau am Start, die uns hier mit Geld absichert. Okay, wir starten. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier rauskommt. Wir durchsuchen, sind erfolgreich. Was? Viermal Sprengstoff? Oha. Jetzt brauchen wir nur noch was, was wir in die Luft sprengen können. Wow. Okay, also die Sache mit der Fabrik da oben rechts brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja, sie versteckt sich mal wieder. Und, na, ah, sie wurde erstmals gesehen, okay. Gut. Garage, dort mietet er ein und da können wir jetzt loslegen, mit was auch immer. Und wir treffen uns, verstecken wir uns auch nochmal. Okay. Kommen wir jetzt über die 30? Wir haben nur einen Plus. Reicht der eine? Möglicherweise habe ich hier zu wenig riskiert wieder. Könnte sein, dass das wieder eine entscheidende Runde war, die ich verloren habe. Kämpfe um Budapest. Deutsche Waffen-SS-Truppen greifen die Rote Armee in Budapest an. Neue Regierung in Polen. Das kommunistische Lublin-Komitee wird provisorische Regierung Polens. 8. Januar ist es schon. Fliegeralarm in Remagen. US-Flugzeuge greifen die sich zurückziehende Wehrmacht in Remagen an. Es geht um meine Tochter. Ich mache mir Sorgen um sie. Sie geht jeden Abend aus und kommt mit Essen und Geld zurück, sagt Josef Herzberg. Hast du sie gefragt, woher sie das hat? Wenn ich sie danach frage, erfindet sie Ausreden. Ich merke, dass sie lügt. Ich will, dass sie damit aufhört. Dann sag ihr das. Nun ist es wirklich erniedrigend. Das Geld, das sie verdient, brauchen wir zum Überleben. Ja, komm. Josef, wir haben dir schon... Ach nee, wir haben keine Kohle gegeben. Wir haben ihm Geld gegeben. Damals. Genau, also Kohle als Geld sozusagen. Komm, wir unterstützen ihn. Und zwar wieder 10 Mark von 65. Jetzt hat er schon 20 Mark bekommen. Der gute Josef. So, tatsächlich, wir haben 30 Unterstützer. Wir haben die nächste Schranke überschritten und hier ist was dazugekommen. Eine Bombe können wir bauen.
Das könnten wir tatsächlich machen mit Sprengstoffen und Informationen. Aber wozu eine Bombe bauen, wenn wir nicht wissen, wofür wir sie einsetzen? Bücher drucken und Flugblätter drucken. Das ist das, was im Moment möglich ist. Tja, ich bin mir nicht so richtig sicher. Also noch ist nicht klar, was wir benötigen, um diese Zeugnisse zu kriegen. Insofern scheint die Priorität zu sein für mich jetzt Unterstützer, Unterstützer, Unterstützer. Und am besten kriegt man Unterstützer, glaube ich, am einfachsten, indem man Parolen auf Mauern schmiert. 26, wie mir scheint. Das Sprechen mit den Leuten ist zwar ganz nett, aber das ist am effektivsten. Flugblätter bringt auch 26. Insofern ist es fast egal, wir müssen bei beiden irgendwo Geld ausgeben. Und Harry hat schon auf den Bug spekuliert. Kontakt zu den Amerikanern aufnehmen. Es kann sein, dass Informationen wichtig werden. Das könnte schon sein, dass man aus Informationen irgendwie Zeugnisse erstellen muss. Mal gucken. Also hier bekommen wir halt viele Informationen. Das ist der Vorteil mit der US Army. Aber scheint mir auch so eine... Aber jetzt einfach willkürlich Informationen zu sammeln. Nee, ich würde sagen, wir gehen den Weg relativ strikt weiter. Elise ist ein bisschen, bisschen angeschlagen. Wie sieht es aus, wenn sie hier nochmal geht? Hilft ihr die Uniform und der Pass weiter? Oder wollen wir sie außen vor lassen? Ich finde, alleine sie ins Versteck zu schicken, finde ich noch blöd. Josef können wir aufleveln. Ich würde mal sagen, wir verbessern mal weiter seine Stärke, nämlich Allgemeinwissen. So, wer weiß. Entschuldigt Leute. Das Ding hier ist, das ist natürlich doof. Wie kann man das denn jetzt hier noch besser gestalten? Ja. Hier rüberziehen vielleicht. Da sind die ganzen Texte nachher. Ist auch doof. Ja, das ist bei diesem Spiel ein bisschen schwierig. Oder ich könnte mich hier unten hinsetzen. Das ist besser, ja. Das ist besser, da unten ist nichts. Okay. Gut, hier oben ist noch ein Volkssturmtrupp entwaffnen, um ein Gewehr zu bekommen. Und Papier kaufen. Ne, wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal den Weg, dass ich Farbe kaufe. Schicken wir mal Julius los. Allerdings bräuchten wir hier schon drei Farben. Hilft uns dort Geld? 2 bis 3. Geht das auch noch anders? Das sinkt nur das Risiko, ne? Ne, dann ist, glaube ich, das besser, wenn noch jemand anders mitgeht. Vielleicht Wilhelm? Oder hier Elise mitgehen lassen. Ja, das ist ganz gut. Okay, wir haben definitiv jetzt hier 3 Farbe, wenn wir 40 ausgeben. Ist ziemlich teuer. Aber dann könnten wir als nächstes die Parolenaktion machen. Mit 3 Farbe wäre schon ganz gut. Okay, ihr schreibt, im Tempelhof kann ich Aufgaben freischalten. Zwangsarbeiter kontaktieren, ja, guter Hinweis. Das ist ganz gut. Chancen sind nicht optimal, aber okay. Das ist gut, das sollten wir auf jeden Fall machen. Okay, Farbe kaufen machen wir. Es wäre schon ganz gut, wenn irgendjemand Spenden sammelt. Wilhelm, willst du... Wilhelm ist einfach ungeeignet für die Aktion. Vielleicht woanders.
Können wir aber im Moment nicht. Dann bin ich fast dafür, dass wir nochmal plündern gehen. Das lohnt sich halt richtig irgendwie. Ich kriege mir noch 2 bis 3 Sachen. Ist so ein bisschen gefährlich. Also mit der Aktion bin ich jetzt nicht ganz so zufrieden, was wir jetzt hier gerade geplant haben. Ja, das ist besser. Wenn wir in Kreuzberg sammeln. Und was machen wir mit ihm? Er kann hier den Wedding. Das ist aber auch doof. Er kann doch mal mit Christen sprechen. Nee, ist auch doof. Was kann denn Josef Herzberg überhaupt? Das ist zu gefährlich für ihn, würde ich sagen. Nee, das geht gar nicht. Josef, was machen wir mit dir? Wenn er da mitläuft. Was ist, wenn er hier mitgeht? Und wenn wir jetzt hier. Da sparen wir ein bisschen Geld. Schaut mal, da kommen wir safe. Wenn alle 3 gehen, kriegen wir safe die 20. Das ist doch gut. Dann machen wir das so. Ja, ist die beste Variante. Ja, wir brauchen Geld sammeln in Pankow, deswegen strebe ich jetzt auch schon Parolen auf Mauern malen. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Genau, Josef kann dann Geld in Pankow sammeln. Das ist er absolut, da ist er wiederum der richtige Mann. Insofern wichtig, dass wir die Parolen in der nächsten Runde machen. Gut, starten wir es so, ziehen wir es durch. So, wir haben leider wieder 2 verloren. Wir kommen bei den Unterstützern nicht so richtig voran. Aber das läuft mit dem die Malaktion, die muss wichtig werden. So, wir kontaktieren einen Zwangsarbeiter. Das eröffnet uns neue Optionen. Wir bekommen... Ach nee, das ist nur der Reisepass, den wir zurückbekommen. So, Geld sammeln in Kreuzberg durch Wilhelm Irre. Ohne, dass er... Ah, verdammt, ich wollte es gerade sagen. Ich habe es beschrieben. Ärgerlich. So, hier bekommen wir sicher 3, wenn ich das gesehen habe. 4 sogar, sehr schön. Leider ein Unterstützer verloren. Luftangriffe. Britische Bomber greifen München an und werfen über 2000 Tonnen Bomben ab. Winteroffensive beginnt. Sowjetische Artillerieeinheiten eröffnen die Winteroffensive der Roten Armee gegen die deutsche Wehrmacht. An alle Berliner Raketenangriff auf England. Eine deutsche V1-Rakete schlägt in der Nähe von Yorkshire ein. 15. Januar. Christian Sauer schläft während unseres Treffens immer wieder ein. Ich frage ihn, ob er müde ist, und er antwortet, es ist schwer, mit so vielen Fremden in derselben Wohnung zu schlafen. Hä? Du erinnerst dich an den letzten Bombenangriff? Der war schlimm. Die ganze Nachbarschaft wurde zerstört. Tausende ohne Zuhause. Einige von ihnen waren Freunde und Verwandte. Ich musste sie aufnehmen. Du bist eine großzügige Seele. Aber das nächste Mal werde ich nicht so großzügig sein. Mein Onkel schnarcht so laut, dass die Wände wackeln, sagt er mit einem Grinsen. -5 Moral. Oh, verdammt. Wir haben Moralprobleme, Leute. Sehe ich jetzt erst. Wir brauchen was, was Moral bringt, und wir wissen, was Moral bringt. Plündern. Okay. So, hier ist neu Zwangsarbeiter überzeugen. Das bringt dann auch relativ viele Unterstützer maximal. Flugblätter verteilen. Helfen, einen Streik zu organisieren. Ermöglicht, Nazi-Symbole zu zerstören. Ermöglicht wiederum Kriegsverbrechen zu dokumentieren, bringt aber auch nur in Anführungsstrichen Informationen. Ermöglicht Sprengstoff stehlen. Okay, Elise. Gehen wir auf entweder Geheimhaltung oder Empathie nochmal stärker. Empathie ist so ein bisschen auch unsere Schwäche in der Gruppe. Aber ich glaube, auch Geheimhaltung bei ihr ist wichtig. Machen wir das mal. So. Ah!
Der Streik bringt ein Zeugnis. Zeugen gegen Ludwig Meyerfeld ausfindig machen. Ein polnischer Gefangener, der Ludwig Meyerfeld vor der Herrschaft entkommen ist, wäre bereit gegen den SS-Offizier aus. Okay, okay. Das hat da natürlich Priorität. Habe ich da möglicherweise woanders noch was verpasst, was da möglich ist? Das ist ja eine gute Sache. Aber ich glaube nicht. Okay, gut. Wir wollen die Parolenaktion durchziehen. So, da brauchen wir Heimlichkeit und Propaganda. Christian Sauer ist gut dabei. Das haben wir alles nicht, diese Geschichten. Dann haben wir hier 7. Ich denke, das ist okay so. Ja, okay, das ziehen wir durch. So, dann ist die Frage, wie machen wir hier weiter, hier unten? Das haben wir gemacht. Halt, wir müssen die Zwangsarbeiter erst überzeugen. Das ist eigentlich eine Sache für sie, aber das Problem ist, was eigentlich mit unserem Reisepass? Hä? Haben wir den jetzt komplett eingesetzt dafür? Ist der Reisepass weg? Den haben wir eingesetzt. Ich glaube, das ist hier nicht so kritisch. Das können wir auch ohne machen. Oh, Leute. So. Und dann versuchen wir es nochmal mit ihr. Nee. Sie ist ja auch gar nicht geeignet dafür. Was mache ich denn hier? Aber Josef, Gott, der hat ja ein Empathieproblem. Wir haben... Wilhelm wäre geeignet, aber sie ist da noch die Beste. Trotz Freiberufler. Dann geben wir ihr mal die Militäruniform mit. Und den gefälschten Reisepass. Und dann müssen wir einfach mal ein bisschen Daumen drücken. Ist eine knappe Aktion. Aber sie schafft das schon. Okay, Wilhelm und Josef. Warum gerade sie? Ja, weil sie halt extrem gut ist in Propaganda, ne? Gut, jetzt mal gucken. Wir brauchen aber auch Moral, Leute. Und eigentlich müssten die anderen jetzt hier plündern. Ja, das... Wobei, für die Moral genügt es, glaube ich, wenn einer das macht, ne? Insofern lassen wir das mal... Ne, bei ihm ist es allerdings doof. Ach ne, wir müssen 2 Leute schicken. Okay. Also das eine machen wir für die Moral vor allem. Ich denke, das ist eine vernünftige Aufteilung. Jetzt sollten wir richtig viele Unterstützer bekommen. Wir haben 2 größere Aktionen für Unterstützer. Plus die Moral, plus zufällige Gegenstände. Ach so, man kann mehr Farbeimer mitgeben. Das wird dann noch besser. Ah, cool, das wusste ich gar nicht. Ja, außer wir sagen, wir brauchen noch welche, ne? Aber es ist gut, guter Hinweis. Das machen wir so. Können uns die Kontakte gerade helfen? Na, Fabrik oder Industriegebiet brauchen wir im Moment noch nicht. Ja gut, dann starten wir. Ein Unterstützer verloren. So, jetzt machen wir gespannt. Hier, das ist jetzt wichtig für die Zeugnisaktion. Ah! Aber es reicht, wenn das klappt, dann kriegen wir nämlich das... Das ist die Freischaltung, darum geht es am Ende. Okay, alles klar. 4. Jetzt bin ich gespannt, was die finden. Bücherpaket 2. Allerdings wurden sie gesehen, was Schlechtes. Jetzt das Parolen malen. Ja, das war ein voller Erfolg. Hervorragend. 25 Unterstützer. Das ist richtig gut gelaufen. Okay. Jetzt geht's weiter.
Tauwetter hat eingesetzt und die winterliche Sonne scheint mir ins Gesicht, aber es ist immer noch eisig kalt, als ich mit dem Fahrrad durch Schöneberg fahre. Wir treten schnell in die Pedale. Zwei große Laibe Brot liegen schwer in meinem Rucksack. Sie waren nicht leicht zu finden, aber jetzt haben wir genug zu essen für die ganze Woche. Wir betrachten die zerstörten Gebäude. Das Gebiet um den U-Bahnhof Bayerischer Platz ist bei den Bombenangriffen fast vollkommen zerstört worden. Als ich plötzlich den Fliegeralarm höre, denke ich... Ich muss Schutz suchen. Ein magerer Junge in der Uniform der freiwilligen Luftschutzhelfer tritt mir in den Weg und schreit: Hören Sie den Alarm nicht, sofort in den Bahnhof! Ja, von mir aus. Ich folge dem Jungen die Treppe hinunter in den U-Bahnhof. Es sind bereits Dutzende Leute dort. Eine Bahn voller Fahrgäste steht auf den Gleisen und wartet auf die Abfahrt. Weitere Leute drängen von hinten und schieben mich zur Seite. Wir suchen freien Platz. Links von mir ist eine große Säule. Es sieht so aus, als könnte ich mich dort hinsetzen. Ein Stück weiter neben dem wartenden Zug steht eine Bank mit einem freien Platz. Tja, wenn eine Bank steht, setzen wir uns auf die Bank, oder? Ich gehe in Richtung Bank, um mich zu setzen, aber eine ältere Frau kommt mir zuvor. An der Säule lege ich meinen Rucksack ab und versuche, es mir bequem zu machen. Der Strom von Menschen, die nach Schutz suchen, hat sich verlangsamt. Neben mir steht ein junger Mann. Seine Augen sind eingesunken und sein Gesicht ist aschfahl. Er zittert vor Kälte. Geht es ihm gut? Er nickt. Ich sehe, dass er einen Mantel in der Hand hält, ihn aber nicht trägt. Stattdessen drückt er ihn gegen seine Brust. Warum ziehen Sie Ihren Mantel nicht an? Er sieht mich verzweifelt an. Ich sehe etwas Gelbes auf seinem Mantel, einen Judenstern. Darum trägt er seinen Mantel nicht. Wir helfen ihm. Ich kann den Stern sehen, das ist gefährlich, flüstere ich. Er legt seine Hand auf das gelbe Abzeichen. Es macht Sie verdächtig, dass Sie Ihren Mantel nicht tragen, sage ich. Was bieten wir jetzt an? Wir bieten ihm unseren eigenen Mantel an. Ich gebe ihm meinen Mantel, er zieht ihn über seinen eigenen an. Danke, wir Leute wie ich dürfen hier nicht Schutz suchen, aber ich hatte Angst. Ich verstehe. Keine Sorge, sage ich. Ich bin Julius. Ich bin auf deiner Seite. Wie heißt du? Ich bin Peter, sagt der junge Mann. Was machst du hier? Ich kam gerade von der Arbeit, als der Bombenalarm losging. Ich weiß, dass ich nicht in der U-Bahn sein darf, aber ich hatte Angst. Man hat ja erzählt, dass bald ein schwerer Angriff kommen würde. Wo wohnst du? In Tempelhof. Aber ich arbeite in Spandau und war auf dem Weg nach Hause. Ich wusste nicht, dass es in Berlin noch Juden gibt. Nur noch sehr wenige, sagt Peter. Die meisten sind deportiert worden, aber ich arbeite in einer Munitionsfabrik. Deshalb haben sie mich noch nicht nach Osten geschickt. Munitionsfabrik? Ein U-Bahn-Angestellter schließt das Tor zum Bahnhof. Niemand kann mehr kommen oder gehen. Wir können immer noch die Sirenen des Bombenalarms hören, aber keine Bomben. Ich wende mich an Peter. Kannst du mir mehr über diese Fabrik erzählen? Klar, sagt er, aber lieber nicht hier. Hast du einen Stift? Ich reiche ihm einen Stift und ein Stück Papier aus meinem Rucksack und er schreibt etwas auf. Hier wohne ich, sagt er. Triff mich dort morgen Abend um 19 Uhr und ich werde dir sagen, was ich weiß. Ich breche ein Stück von einem der Brote ab und wir teilen es. Die Leute im Bahnhof sitzen in kleinen Gruppen zusammen und unterhalten sich leise, als könnten die Bomber sie möglicherweise hören. Oha. Der Pfeifton der Bomben vor dem Einschlag, das Hämmern von Luftabwehrkanonen, ein lauter Knall. Das war ziemlich nah. Wir legen die Hände über den Kopf. Die Decke spaltet sich und für einen Moment sehe ich den klaren blauen Himmel. Ich werde durch die Luft geschleudert. Eine Staubwolke umgibt mich. Meine Augen und Lungen brennen. Wir suchen nach Peter. Ich erkenne Peters Gesicht. Er murmelt etwas, was ich nicht verstehe. Ich kann nichts hören. Er zeigt auf einen hellen Fleck im Staub und greift nach meiner Hand. Wir nehmen seine Hand. Peter zieht mich hoch. Die Passagiere in der Bahn warten immer noch geduldig auf ihren Sitzplätzen, aber sie bewegen sich nicht mehr. Peter zieht mich hin zum Licht. Mein Rucksack. Peter schüttelt den Kopf. Mein Gehör kehrt allmählich zurück. Eine Welle von Weinen, Stöhnen und Hilferufen. Menschen, die kriechen, den Ausgang suchen. Andere liegen einfach still.
Er zieht mich zur Straße hinauf. Wir nehmen die Hilfe an. Wir stehen vor dem U-Bahnhof, nur gibt es keinen Bahnhof mehr. Nur eine Ruine aus Stahl, Beton, Staub und menschliches Leid. Ich wende mich an Peter. Vielen Dank. Ein Krankenwagen hält vor dem Bahnhof. Man beginnt, die Verwundeten aus dem zerstörten Bahnhof zu tragen. Ein grauer Lastwagen hält an der Ecke und Waffen-SS-Männer springen von der Ladefläche. Versteck dich! Peter hat sie auch gesehen. Nochmals vielen Dank, sagt er und verschwindet um eine Ecke. Danke auch, sage ich. Krieg und Tod im eigenen Land. Deutschland hat den Zorn der Welt auf sich gezogen. Werden wir daraus lernen? So, 28 Unterstützer und dennoch minus 3 Moral. Obwohl wir durch Aktionen plus 12 bekommen haben. Sehr schlecht. Zusammenschluss der Kräfte, 22. Januar. Britische und US-Truppen treffen sich in den Ardennen und ziehen gemeinsam weiter. Warschau befreit. Der letzte deutsche Widerstand in der umkämpften polnischen Hauptstadt. Warschau wird von polnischen Einheiten gebrochen. Todesmärsche beginnen. 98.000 Häftlinge des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz werden vor den heranrückenden sowjetischen Truppen evakuiert. Ich habe ein Problem, sagt Josef Herzberg. Was passiert? Meine Wohnung ist durch einen Bombentreffer letzte Nacht zerstört worden. Ich weiß nicht, wo ich bleiben soll. Ja, kann er zu uns kommen? Warum nicht? Wir haben nicht viel Platz, aber du kannst in der Küche schlafen, sage ich. Okay, er ist dankbar. Gut, immerhin kein Moralabzug noch und Herzberg ist absolut dankbar. Herzberg ist so ein bisschen unser Problemkindchen, wenn man das so sagen darf. Okay, hier ist was Neues. Ah, Beweise verschwinden lassen. Wenn man Geld hat, ist das eine feine Sache. Und was ist hier neu? Ein Beamtentreffen. Das ist natürlich super gut. Könnte uns neue Optionen ermöglichen. Okay. Und einen ehemaligen Gewerkschaftertreffen ist auch neu. Also ein paar Treffen sind neu. Pankow ist jetzt möglich. Und hier auch noch ein Beamtentreffen. Okay, da gibt es neue Optionen. Sehen wir. Ja, ich denke, also minus 10 Moral gibt es, glaube ich, jede Woche. Ne? Das heißt, wir müssen immer gegen die minus 10 Moral ankämpfen. Und die Cam lasse ich jetzt dort. Ich meinte, dass nicht alle Texte lesbar sind. Das ist, glaube ich, zu verkraften. Ich lese ja vor. Beweise verschwinden lassen bringt viel Moral. Er bringt eigentlich Untertauchen Moral. Ja, plus 2. Okay. Warte mal, wo war jetzt Beweise verschwinden lassen? Ablenkungsmanöver bringt plus 4. Ich sehe es plötzlich nicht mehr. Wo ist denn Beweise verschwinden lassen jetzt hin? Bin ich blöd? Egal. Ich finde es wieder, wenn wir es brauchen. So, die Gegend ist jetzt hier gefährlich geworden. Gut. Ich denke, wir müssen jetzt erstmal... Wie viel Geld haben wir im Moment? Wir haben 67. Ne, Party und sowas gibt es nicht. Ist auch wahrscheinlich schwierig, jetzt hier in dieser Zeit noch sowas zu finden. Okay. Gut. Dann gucken wir mal jetzt. Ach, hier war Beweise schwinden lassen. Genau, alles klar. Wir brauchen 80 dafür. Und es bringt 8 Moral. Ja. Ja, gut. Ist halt ein netter Nebeneffekt. Aber jetzt nur deswegen das zu machen, ist schwierig, ne? Also ich würde sagen, Elise und Wilhelm müssen untertauchen. Das scheint mir erstmal klar zu sein. So, dann haben wir jetzt hier in Pankow die Möglichkeit, Spenden zu sammeln. Und da wollten wir doch eigentlich ihn schicken. Ja, das ist okay. Das Problem ist, dass er hier Arbeiter ist, aber trotzdem denke ich, ist das noch okay. Oder, warte mal, Christian. Ah, das ist noch besser. Ein bisschen besser zumindest. So, und jetzt müssten wir eigentlich hier helfen, einen Streik zu organisieren. Das ist jetzt eine wichtige Angelegenheit. So, und da kommt Julius ins Spiel. Aber er ist Akademiker.
Ist Christian hier besser geeignet? Er ist Schreiner. Fünf. Christian wäre besser geeignet. Wir müssen Christian hier abziehen wieder. Ne, wo war das? Wo haben wir ihn jetzt? Hier oben. Muss er das doch machen? Christian brauchen wir jetzt hier unten. Ja. Ich denke, das ist okay. Und dann ermöglicht das uns diese Geschichte mit den... Ne, warte mal, wo ist denn das mit den Beweisen? Das ist dann irgendwie eine eigene ständige Aktion dann nochmal, oder? Taucht das dann möglicherweise nochmal auf oder so? Okay. Auf jeden Fall machen wir das so und damit haben jetzt alle erstmal irgendwie einen Job. Das Problem ist die Moral, ne? Ich weiß jetzt nicht, wir kriegen hier ein bisschen Moral. Naja, mal sehen. 26. Was soll man machen? Man muss die Sachen ja durchziehen. Okay, dann machen wir es so. Versuchen wir es so. Versuchen wir unser Glück. Kommst auf null raus. Ja, jemand hat mitgerechnet. Alles klar. Unsere Unterstützer spenden. Wir verlieren drei. Aber wir bekommen jetzt wieder ein bisschen was. So, jetzt Zwangsarbeiter organisieren einen Streik, um für ihre Rechte und Freiheit zu kämpfen. Verstecken wir uns mal wieder. Wir wollen das ja nur freischalten. Christian wurde leider gesehen. Sieben Unterstützer ist okay. Panko und Josef. Oh, ein Gönner. Von dem können wir 50 abrufen. Sehr gut. So, und die tauchen unter. Nee, minus 6 wieder. Jetzt haben wir noch 20. Okay, ab sofort müssen wir bei allem, was wir tun, auf unsere Moral achten. Und zwar massiv. Sonst ist das Ding bald zu Ende. RAF über Deutschland. British Royal Air Force fliegt schwere Luftangriffe auf Bahnanlagen in der Nähe von Gelsenkirchen. Ostfront drückt näher. Sowjetische Truppen erobern die Stadt Bromberg in Westpreußen. An alle Berliner keine Züge mehr. Die Deutsche Reichsbahn stellt den zivilen Schnell- und Güterzugverkehr wegen Schäden am Schienennetz ein. Schlimm genug, belogen zu werden, sagt Elise Hoffmann, während unseres Treffens, aber dann noch wie ein Idiot behandelt zu werden? Was meinst du? Goebbels und sein Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda natürlich, erwidert sie. Es war immer sinnlos und manchmal beängstigend, aber jetzt ist es einfach lächerlich. Was meinst du damit? Hast du es nicht mitgekriegt? Unter großem Tamtam wurden wir vor ein paar Tagen übers Radio informiert, dass die Luftwaffe die Royal Air Force und das Allied Air Command zerschlagen hat. Aber Berlin wurde letzte Nacht erneut bombardiert. Genau, sagt Elise. Vielleicht haben die Briten die Nachricht aus dem Radio nicht kapiert, sagt Josef Herzberg. Vielleicht sollte das Ministerium ihnen einen Brief schicken, in dem sie über ihre schändliche Niederlage informiert werden. Elise lacht über den Gedanken. Ich lache über die Idee, wenn es nur so einfach wäre. Okay, immerhin kein Moralabzug und wir sind bei 20. Eieieiei. So. Okay, und wo ist jetzt die Geschichte mit den... Zwangsarbeiter befreien, Kriegsverbrechen dokumentieren, Sprengstoff stehlen. Wo ist denn das jetzt mit den Zeugnissen? Das verstehe ich nicht. Das wurde doch ausdrücklich gesagt, dass das dann freigeschaltet wird. Aber wo ist es, Leute? Das bringt nur Informationen. Das bringt Sprengstoffe. Tja, also habt ihr eine Ahnung, wie das jetzt zu verstehen ist? Ich kapiere es nicht. Was ist da mit den Zeugnissen los oder den Zeugen? Den Mäzen können wir einlosen, ja. Ich denke, da spricht nichts dagegen. Das können wir machen. Gut, da haben wir 116 Mark. Das ist schon mal ganz ordentlich.
Und wir haben, wenn ich das richtig sehe, die Maximalzahl der Unterstützer, die man haben kann. Das heißt, Unterstützer ist jetzt kein Thema mehr. Aber was ist mit den... Das war doch da eindeutig, das ist nicht mehr da, Leute. Christian meinte, das könnte ein Bug sein. Tja, das ist ein bisschen insofern ärgerlich, wenn das ein Bug sein sollte, weil das einer ist. Wir brauchen nämlich drei von diesen verdammten Zeugnissen und langsam wird schon wieder die Zeit knapp. Und das wäre jetzt definitiv einer gewesen. Gut, wir brauchen auf jeden Fall neue Optionen, das ist klar. Ja, die Gruppe zerbricht natürlich. Wir müssen alles machen. Das bringt auch ein bisschen Moral. Also, was ist jetzt das Effizienteste für Moral? Das ist die große Frage. Hier brauchen wir zwei Leute und kriegen sechs Moral bei der Aktion. Ich muss einfach mal alles durchgehen, was hier Moral bringen könnte. Das kostet 60, bringt 4. Das kostet 80, bringt 8. Wissen wir. Okay, Personen verstecken. Beweise verschwinden. Ach so, das war das ja, genau. Verletzte haben wir nicht, bringt aber auch 5 Moral. Hier, Medizin bringt 7 Moral. Mit zwei Leuten das durchzuziehen. Auch wenn wir Medizin nicht brauchen, es bringt Moral. Das alles bringt alles 1. Das bringt 3 Moral, ist auch ziemlich gefährlich, muss nicht sein. Flugblätter verteilen bringt 4 Moral. Tja. Also, das Plündern bringt 6 und das bringt 7. Bei beiden brauchen wir zwei Leute. Aber das Plündern ist am Ende effektiver, weil wir dort mehr für uns Sinnvolles im Moment rausbekommen. Insofern scheint das Plündern jetzt das Mittel der Wahl zu sein, oder? Plündern plus andere Aktionen machen, die uns helfen. Desinfektionsmittel klauen, ja. Ja, Kontakt mit den Alliierten aufnehmen, das bringt auch nur zwei Moral. Also deswegen würde ich das jetzt nicht machen. Gut, dann würde ich sagen, ist das jetzt erstmal gesetzt, das Plündern der Gebäude? Und das müssen zwei Leute machen. So, dann müssen wir jetzt die Kontaktaufnahmen definitiv machen. Ein Gewerkschafter, das kann Elise machen, wobei wir auch Geld brauchen. Ne? Na, das ist denkbar ungünstig. Christian ist auch. Ah, Christian würde das hinkriegen. Der Beamte. Da ist sie auch gut. Das kriegt er aber auch hin. Und sie will ich eigentlich wieder nach Wedding schicken, weil das einfach zu gut ist, was sie da rausholt. Ja, okay. Also, wir kriegen ein bisschen. Also, wir kriegen, glaube ich, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, kriegen wir 8 oder 9 Moral. Das heißt, wir verlieren eine. Wenn wir eine verlieren, ist ja nicht schlimm. Wir haben noch 14 Runden. Wenn wir jede Runde eine verlieren, ist okay. Diesmal keine Spenden sammeln. Ja, Geld werden wir noch genug brauchen, zum Beispiel, um uns hier mal reinzuwaschen. Also Geld ist dann wirklich gerade auch für die Moral dann gut. Also ich glaube, Geld sammeln ist schon eine gute Sache. Die Sache mit Peter ist, glaube ich, durch. Also das war die Mission. So funktioniert das Spiel, glaube ich, nicht. Die Sache mit Peter ist meines Erachtens durch. Wie wenn ich genügend. Ach so. Ja. Ja, aber naja, was heißt, wir kriegen von den Unterstützern, kriegen wir wie viel? 20 oder sowas? Was war das eben? Oder 30 maximal? Aber wenn wir zum Beispiel so eine Aktion machen mit 80,
Die ist so effektiv. Wir können uns alle komplett einmal reinwaschen und wir kriegen Moral. Nee, wir brauchen Geld. Ich bin mir sicher, wir brauchen Geld. Ich steige die Treppen zu meiner Wohnung hinauf. Da höre ich Geräusche im ersten Stock. Bei meinem Nachbarn Otto Karst, stolze NSDAP-Angehöriger, die Tür steht weit offen. Otto ist seit Jahren ein stolzer Hakenkreuz tragender Nazi. Ich bin ihm immer aus dem Weg gegangen und er hat mich wohl niemals verdächtigt. Ich möchte jetzt keinen Ärger riskieren, aber ein lautes, dumpfes Geräusch weckt meine Neugier, als ich an seiner Tür vorbeigehe. Eine Lampe ist umgeworfen worden. Hallo, ist jemand da? Rufe ich. Durch die offene Tür keine Antwort. Wir schauen genauer hin. In Otto Karsts Wohnung liegt ein offener Koffer auf dem Boden, aus dem die verschiedensten Kleidungsstücke quellen. Karst, in Zivil gekleidet, eilt herein, ohne meine Anwesenheit zu bemerken, wirft ein paar Schuhe auf den Boden und geht wieder hinaus. Mit jeder Woche wird klarer, dass Deutschland diesen Krieg verliert und wenn die Sowjets Berlin erreichen, wird das für alle Nazis, die noch in der Stadt sind, schreckliche Konsequenzen haben. Otto wirft seine Hakenkreuze weg und sucht das Weite. Ich würde sagen, wir konfrontieren ihn nicht. Wir kommen später zurück und durchsuchen die Wohnung. Nach nützlichem. Ich finde ein Notizbuch mit Namen und Daten, Leute. Vielleicht sind das Zeugnisse. Oder? Also, wir bringen 17 Mark. Das ist nicht so viel mit den Unterstützern. So, wir treffen uns mit Gewerkschafter. Verstecken uns. Verdammt! Das ist ärgerlich. Okay. Elise ist am Sammeln. Leider wurde sie gesehen. Oh, also bitte. Das ist auch ein bisschen absurd. Ich meinte, hallo? Toll. Unsere Sprengstoffsammlung. Okay, wir treffen einen Beamten. So, das muss jetzt aber klappen. Die Moral der Gruppe und auch... Okay. Die Moral der Gruppe und auch deine eigene ist am Boden. Einige Mitglieder diskutieren offen darüber aufzugeben. Du möchtest es nicht laut aussprechen, aber auch du hast schon darüber nachgedacht. Jede Woche Angst und Gefahr, Verantwortung für Leben und Tod. Es ist verlockend, das alles hinter sich zu lassen. Ja, minus zwei verloren. Ja, doof. Okay, also doch nicht minus eins. Endsieg durch Wunderwaffen. Adolf Hitler fordert das deutsche Volk auf, sich den Alliierten zu widersetzen und verspricht den Endsieg durch den Einsatz kriegswichtiger neuer Waffen. Eine neue Partnerschaft, UdSSR und Finnland, unterzeichnen in Moskau ein Handelsabkommen. An alle Berliner Bürgermeister hingerichtet, der ehemalige Oberbürgermeister von Leipzig, Karl Friedrich Gördeler, wird in Berlin hingerichtet. Das Treffen ist fast vorbei, als Elise Hoffmann völlig außer Atem durch die Tür kommt. Es tut mir leid, sagt sie. Ich habe mich auf dem Weg hier verlaufen und brauchte etwas länger, um mich wieder zurechtzufinden. Hä? Wie kannst du dich verirren? Du wohnst hier schon seit Jahren und bist schon zigmal hier gewesen. Es ist alles weg. Der Laden, wo ich normalerweise links abbiege, der ist weg. Die Gebäude und Sehenswürdigkeiten, an denen ich mich normalerweise orientiere, sind weg. Jeder Schutthaufen sieht gleich aus. Ja, die meisten Ruinen lassen nicht mehr erkennen, was da stand. Stimme ich zu, und nach jedem Bombenangriff wird es nur noch schlimmer. Okay. Hier, da ist es. Es ist aufgetaucht, Leute. Zeugen gegen Ludwig Meyerfeld ausfindig lassen. Und haben wir irgendwas bekommen jetzt? Nee. Gut. Toll. Ein Zeugen. Hier ist noch was. Zeugen... Ach so, alles klar. Zwei Sachen sind jetzt hier aufgetaucht. Und eine dritte könnte hier oben auftauchen. Also wir sind der Sache auf der Spur. 13 Wochen ist auch noch machbar, würde ich sagen. Das ist alles noch machbar. Ich bin optimistisch. Das größte Problem ist die Moral. Das Gewehr, die Gewehraktion, bringt 7 Moral. Benötigt Knüppel. Wo kriegen wir bitte den Knüppel her? Hatten wir das schon gesehen, wo man einen Knüppel herbekommt? Habe ich jetzt im Moment nicht gesehen. Also wir müssen definitiv die Aktion nochmal machen. Und das muss funktionieren, würde ich mal sagen. Aber Elise ist so wertvoll. Du bist doch Beamter.
Versuchen wir es nochmal mit dir. So, die Aktion ist jetzt schwierig. Die ist sehr schwierig geworden. Das bringt 3 Moral. Das bringt 1 Moral. So, wer kann das? Du kannst das. Okay. Du kannst das und das müssen wir auch durchziehen. Das mit dem Zeugnis. Und dann haben wir das erste Zeugnis. Gut. 4 Moral wäre das. Wie machen wir weiter? Ich brauche 2 Knüppel sogar, um die Sache durchzuziehen. Ja, tatsächlich. 2 Knüppel. Keine Ahnung. Die kriegt man vielleicht hier beim Untersuchen der zerstörten Gebäude. Weiß ich nicht. Entschuldigt. Oh ja, irgendwelche Leute grün und blau zu knüppeln, müsste doch übel zum Moral bringen. Die Beweise noch machen. Naja, Josefs Aufgabe ist wichtig. Das ist sogar sehr wichtig. So, dann müssen wir diese Geschichte hier durchziehen, um an die Zeugnisse zu kommen. Das bringt 1 Moral. Kann das auch ein anderer vielleicht machen? Bei dir wird es ein bisschen gefährlich, aber es ist an sich ja eine einfache Aufgabe. Achso, du bist schon unterwegs. Hier, ich glaube, das machen wir mit ihm, mit Christian. Das ist noch ein bisschen besser. So. Und dann ist die Frage, Beweise verschwinden lassen. Das könnten wir natürlich jetzt machen mit ihr und mit ihr. Aber das Ganze ist nicht besonders wahrscheinlich, dass es klappt. Sehe ich gerade. Können wir damit Geld noch ein bisschen nachsteuern? Nee, können wir nicht. Das ist ja doof. Wie sieht's aus mit der Geschichte hier hinten? Auch nicht viel besser. Okay, wartet mal. Wie können wir das besser gestalten? Also, Empathie und Allgemeinwissen ist gefragt. Das ist eigentlich eine Sache, wer kann das gut? Das ist eine ganz üble Kombination bei uns. Kann eigentlich keiner richtig gut. Die Frage ist, Christian, wo bist du nochmal? Christian ist hier. Ist natürlich auch wichtig. Tja, also es ist blöd, wenn man jetzt 80 ausgibt und das Ganze scheitert, das ganze Ding. Ne? Das wäre jetzt auch richtig übel. Das finde ich irgendwie keine befriedigende Vorbereitung. Gefällt mir nicht. Wie sieht es hiermit aus? Gibt 2 Moral. Könnte man auch machen. Aber dann kommen wir... haben wir einen dollen Moralabzug. Josef und Elise. Ja, dann das Problem ist... klar, Josef könnte das machen... ah, der hat Empathie 1. Dann müsste das hier ein anderer machen. Auch schwierig. Nee, das ist einfach zu wichtig, diese Mission. Okay, Leute. Puh, schwierig. Wie Ablenkung und Sprengstoff. Das Problem ist jetzt, wir müssen jetzt in dieser Runde Dinge machen, die Moral bringen, nicht irgendwas in Zukunft. Ja, Beweise verschwinden lassen ist Verschwendung bei vielen Punkten.
Okay. Dann ziehe ich es einfach irgendwie normal durch. Dann werde ich, glaube ich, Elise wieder sammeln lassen. Bringt ihr auch einen. Und Julius, kann der noch irgendwas Sinnvolles machen? Oder halt einfach ihn alleine für die Gruppenmoral. Hier könnte man auch machen. Dann ist er wieder clean. Dann bringt uns das insgesamt, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber ich sehe keine bessere Möglichkeit. Wir verlieren Moral. Ich hoffe nur, dass es irgendwie mal einen Moralschub gibt. Wir müssen jetzt irgendwie vorankommen, Leute. Okay. 17 gespendet. So, den Gewerkschafter haben wir jetzt erfolgreich getroffen. Jetzt zieh's mal durch, wie ich gesagt habe. Okay. Komplett Glück gehabt, nicht mal gesehen worden. Und das ist jetzt die wichtige Nummer. Piotr, ein ehemaliger Häftling im Lager, das von Ludwig Meyerfeld kommandiert wurde. Piotr berichtet über die Verbrechen Meyerfelds, über die Morde und die Hinrichtung von unschuldigen Menschen. Er unterschreibt seine Erklärung und bittet uns, Meyerfeld zur Rechenschaft zu ziehen. Geld sammeln. Hier ist nicht so dringend. Hier können wir, glaube ich, ruhig bleiben. Sehr gut. Und jetzt einmal das Versteck, was uns nochmal Moral plus 2 bekommt. Ja, ich weiß, die Warnung kommt. Wir haben wieder minus 2. Okay, ich meinte, minus 2 geht gerade so noch. Also das mit plus 8 war schon okay. Niederlande unter Angriff. Die kanadische Armee startet eine Offensive gegen die deutschen Positionen westlich der niederländischen Stadt Nijmegen am Niederrhein. Paraguay im Krieg. Paraguay erklärt Japan und dem Deutschen Reich den Krieg. Frieden in Ungarn. Die letzten deutschen ungarischen Truppen kapitulieren in der ungarischen Hauptstadt. Ich sage euch, niemand nutzt diese Gartenlaube. Sie kann uns als Versteck dienen, sagte Elise Hoffmann. Niemand verzichtet heutzutage auf einen Kleingarten. Dafür ist er zu wertvoll, argumentiert Josef Herzberg. Was ist los? Ich habe einen verlassenen Kleingarten mit einer Hütte ausfindig gemacht. Ich schlage vor, wir benutzen ihn als Versteck. Woher weißt du, dass die Hütte leer steht? Da ist mindestens ein Jahr keiner gewesen. Wir brauchen einen Unterschlupf, um Leute zu verstecken. Wir sollten die Gelegenheit wahrnehmen. Zu gefährlich, sagt Elise. Was ist, wenn der Besitzer zurückkommt und die Polizei ruft? Ja, wir haben im Moment gar nicht den Bedarf, ne? Insofern, warum sollten wir jetzt hier so ein Risiko eingehen? Andererseits, wenn wir niemanden da unterbringen, das ist ein bisschen komisch jetzt in der Abwägung. Wenn wir niemanden unterbringen, dann stört es auch nicht, wenn der Besitzer zurückkommt. Ist jetzt ein bisschen blöd formuliert. Nee, die minus 10 Moral, die sind nur so, die kommen immer dann. Die sind aber schon mit einberechnet in der Rechnung. Ja, vielleicht bringt die Hütte Moral. Okay, das ist ein guter Hinweis. Okay, probieren wir es mal. Okay, das ist eine neue Aktion, die einfach aufgetaucht ist. Aha, das ist sozusagen ein einfacheres Versteck, was da kommt. So, Bücher verbreiten. Bräuchte man natürlich Bücher, bringt 4 Moral. Warte mal, wir haben ein Bücherpaket, aber wir brauchen 2 Bücher. Oh, ja, bloß wird 2 Gruppenmitglieder für 4 Morale ist nicht doll, ehrlich gesagt. Ist nicht doll, aber ermöglicht auch die Zeugen. Insofern müssen wir das eh machen. Das ist sozusagen der Weg, den wir gehen müssen. So, und das mit dem Versteck, was bringt das? Das bringt 5 Moral, okay. Das bringt keine Moral. Okay, das ist insofern eine ganz nette Option, gebe ich zu. Kommen wir vielleicht der Sache ein bisschen näher. Gut. Hm.
Nazi-Symbole zerstören bringt nur 2 Moral. Okay, wartet mal. Also, wir machen dann als nächstes die Bücherverbreitung. Bringt 4 Moral. Dazu brauchen wir Julius. Oh, der könnte das fast schon alleine erledigen. Und machen wir Josef mit dazu. Müssen wir gucken. Vielleicht ändern wir das noch. Dann machen wir auf jeden Fall die Hüttenaktion. Weil hier nur einer nötig ist, um 5 Moral zu bekommen. Aber wer der eine ist, das weiß ich jetzt noch nicht. So, wartet mal. Dann lass uns wieder... Nee, Spenden sammeln hier, bitte. In Wedding. So. Wir brauchen aber noch unseren dritten Zeugen, ne? Das ist auch noch so ein Thema. Da haben wir im Moment noch nichts. Zerstörte Gebäude plündern ist im Moment noch sehr risikovoll, weil das Gebiet schwierig ist. Das bringt 3 Moral bei 2 Leuten. Ah, hier hinten! Wir haben den dritten Zeugen, Leute. Hier hinten. Wir müssen einen Hitler-Jugendtrupp zwingen, aufzugeben. Und vorher brauchen wir Flugblätter. Okay, das ist das nächste, was wir machen müssen. Jetzt haben wir einen Plan, Leute. Jetzt haben wir einen Plan. Wir brauchen Papier. Papier wird... warte mal. Jetzt habe ich das andere schon zugewiesen? Das habe ich zugewiesen, ja. Okay, Papier wird Wilhelm Irre besorgen. Und zwar brauchen wir aber jetzt 3 Papier, und zwar safe. Hilft uns das dabei? Nee, hilft uns nicht. Da müssen wir Geld einsetzen. Ja. Okay, dann können wir nämlich Flugblätter drucken. Nee, wir brauchen 5 Papier. Und das bringt ein Flugblatt. Und wie viel brauchen wir zum Verteilen? 3. Ach du Schreck. Was? Nee, es bringt mehr als 1. Aber wir brauchen 5 Papier. Gut, das heißt, wir müssen hier 2-mal zum Papier kaufen latschen. Dann... kann der auch raus? Beziehungsweise das Geld kann dann raus, ne? Obwohl, wenn man einmal 3 sicher hat, ist auch nicht schlecht. Dann brauchen wir beim nächsten Mal nur 2. Ist in Ordnung. Ich denke, das ist gut. Wie das mit der Moral aussieht, habe ich nicht genau berechnet, aber es könnte was werden. Die Hütte ist doch schon, oder? Ah, nee, die Hütte. Okay, das habe ich dann doch vergessen. Haha. dann probieren wir es mal so. Christian. Und du machst das jetzt alleine und kaufst dann erstmal 2. Ja. Allerdings könnte das schwierig werden. Können wir dich dann noch hochpushen auf 3? Meine Geld haben wir, aber das ist... Ah, mit 73. Das ist ganz schön fett, ne? Gut. Wer braucht hier noch Unterstützung? Geben wir ihr nochmal das... Ne, Zeugnis. Hilft nicht. Ne, alles klar. Okay. So, dann ist das die Tour. Geben wir ziemlich viel Geld aus für 3 Flugblätter. Und beim nächsten Mal holen wir uns noch 2. Dann können wir die Aktion machen. Eigentlich sind wir sehr, sehr gut im Plan. Wir müssen nur die Moral oben halten. Schenk jedem 10 Mark, dann sind die alle wieder happy. Ich glaube nicht, dass das so geht, ne? Nee. So, wir ziehen es durch. Okay. 18. Wir verstecken. Gute Nebeneinkünfte. So, das ist jetzt wichtig. Wir verteilen. Okay, das ziehen wir jetzt durch. Der Augenzeuge geht. 6 Bücherpakete. Schriftsteller im Exil. Okay, krass. Wow. Was geht denn hier ab? Und ganz viele Unterstützer.
Das ist die Hütte. Scheint ein guter Ort zu sein. Bringt uns 5 Moral. Wichtig. Jetzt die Sache mit dem Papier. Ja, da kriegen wir wieder nur die Hälfte, ne? Komm, wir müssen wieder durchziehen. Augenzeuge geht. 3 Papierstapel. Wie geplant. Die Moral ist schlecht, ja, aber 0. Immerhin. Immerhin. Zum ersten Mal sinkt sie nicht weiter. Okay. 19. Februar. Weniger Lebensmittel. Die Lebensmittelrationen für die deutsche Zivilbevölkerung wurden um mehr als 10% reduziert. Gazierter totaler Krieg. Reichsleiter Martin Bormann ruft Frauen und Mädchen auf, im Volkssturm zu helfen. Geplant ist unter anderem die Bildung von Frauenbataillonen. Bombenangriff auf Dresden wird fast vollständig zerstört. 19. Februar. Sollten die Sowjets jemals Berlin erreichen, weiß ich nicht, ob noch etwas für sie übrig ist, sagt Wilhelm Irre. Vielleicht haben wir uns schon alle gegenseitig umgebracht. Draußen habe ich einen Ringkampf gesehen, nicht der erste, den ich mitbekommen habe, aber dieser war zwischen 2 Müttern. Es ging um Essensmarken. Sie haben aufeinander eingeschlagen, vor ihren Kindern. Oh Gott, wie schrecklich. Nichts ist stärker als der Wille zu überleben. Er macht uns des Schlimmsten fähig. Aber wenn wir unsere Menschlichkeit verlieren, sind wir zu einer miserablen Existenz verdammt. Oh nein! Moral minus 2. Da sind wir mal erfolgreich und dann haut es uns so noch rein. Toll. Oh! Ein Fest organisieren. Plus 40 Moral, Leute. Großartig. Wir sind gerettet. Wir sind gerettet. Und was haben wir hier? Gefangene befreien. Bringt. Ach so, das ist Inka-Bauer und Otto Schimmel? Okay, warum macht man das? Aber ich würde sagen, es gibt jetzt keinen Zweifel, was wir jetzt machen. Wir müssen jetzt erst einmal das Fest organisieren. Wir brauchen die Moral. Da kann alles Mögliche jetzt passieren. Wir müssen das erstmal sichern. Das weisen wir zu. Wir checken hier nochmal kurz. Nee, das wäre jetzt verfügbar. Jemand wollte noch die Kontakte nochmal sehen. Schriftsteller im Exil. Ach ja, das war neu. Schickt uns einen Teil seiner Arbeiten, um uns zu unterstützen. In Dankbarkeit dafür, dass du ihm geholfen hast zu fliehen. Okay. War das der, den wir irgendwie in Paris getroffen haben? Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Oder war das noch eine andere Aktion jetzt mit den Büchern? Ja, soll er uns die 6 Bücherpakete geben? Ich glaube, ist unkritisch, ne? Können wir auf jeden Fall was mitmachen. Der Vorarbeiter lässt uns in die Fabrik. So, dann ist das jetzt wirklich wichtig. Bisschen Geld kriegen wir auch. Und die Moral steigt endlich wieder. Es ist großartig, die gesamte Gruppe außerhalb des üblichen Kontexts zu treffen. Alle sind in Begleitung ihrer Liebsten und wir unterhalten uns über alles. Nur nicht darüber, was unser tägliches Leben so sehr verdunkelt. Heute jedenfalls nicht. Wir genießen den Abend. Wisst ihr, sagt Wilhelm Irre, wir sollten uns diese Art von Abwechslung öfter gönnen. Das ist gut für uns und erinnert uns daran, warum wir kämpfen. Absolut richtig. Ich stimme zu. Mehr Abwechslung wäre gut für uns, sage ich. Dann machen wir das doch, aber genießen wir jetzt erstmal diesen Augenblick, sagt Wilhelm. Und genau das haben wir getan. Okay, plus 40 Moral, Leute. Wir sind erstmal ein bisschen aus dem Schneider zumindest. Du musst sie kennenlernen, sagt Waltraud auf dem Weg zum Versteck im Gemeinschaftsgarten. Du musst mit ihr reden. Hä? Was, wie, wo? Waltraud schüttelt den Kopf. Nein, rede mit ihr, dann wirst du verstehen. Wir betreten das Versteck. Eine junge Frau sitzt auf einem Stuhl und blickt mich mit ernstem Gesicht an. Lilly, das ist Julius. Du kannst ihm vertrauen. Er möchte wissen... Achso, he möchte wissen, was dir geschehen ist. Was? Du kannst him vertrauen? Soll das so englisch Radebrechen sein? Wer bist du? Wie heißt du? Frage ich sie. Mein Name ist Lilly Blaustein. Ich war eine Gefangene in einem Konzentrationslager. Ich glaube, das ist nur ein Übersetzungsbug gewesen. In Auschwitz, dem furchtbarsten Lager von allen, sagt sie. Das furchtbarste? Warum ist es das furchtbarste? Es ist dort so entsetzlich, dass die Gefangenen von Auschwitz fürchten, dass ihnen niemand glauben wird, welche Verbrechen die Deutschen dort begehen, sagt sie. Wir werden die Welt informieren. Sie verbrennen Menschen bei lebendigem Leib. Von meinem Baracke aus hatte ich eine freie Sicht auf einen der 5 Schornsteine. Das machen sie in Auschwitz. Ich habe alles mit eigenen Augen gesehen.
Was ist dir passiert? Ich kam in einem Viehwagen in Auschwitz an. Sie brachten uns zu einem speziellen Gebäude, wo sie meine Haare rasierten, mir meine Kleidung wegnahmen und eine Nummer auf meinen Arm tätowierten. All dies wurde von anderen Gefangenen durchgeführt. Konntest du sprechen mit diesen? Ja. Ich hatte ein Gespräch mit der jungen Frau, die mir die Haare abrasierte. Sie fragte mich, was hast du vorher getan? Was hast du getan, bevor sie dich hierher gebracht haben? Ich erzählte ihr, ich habe früher Geige gespielt. Sie antwortete, das kann dir nützen. Er liebt Musik. Wenn du ein Instrument spielen kannst, wird das dein Leben retten. Ja? Es gab einen Arzt im Lager. Er hieß Mengele. Sie nannten ihn den Todesengel. Ein Arzt? Bei Ankunft der Züge hat Dr. Mengele nach Zwillingen gesucht. Wenn es welche gab, brachte er sie in sein Labor und experimentierte mit ihnen, bis sie zusammenbrachen und starben. Um Gottes Willen. Das hat Dr. Mengele getan, hat an Menschen, an Kindern experimentiert, er hat sie ermordet. Aber Herr Mengele liebte auch Schumann, den großen deutschen klassischen Komponisten Robert Schumann. Ich habe dich gewarnt, du würdest mir keinen Glauben schenken, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Dr. Mengele liebte Schumann und ich musste Schumanns Musik für den Herrn Doktor spielen. Erzähl weiter, ich glaube dir. Wie ist es möglich, dass jemand, der so gebildet ist wie Dr. Mengele, der klassische Musik bewundert, dass jemand wie er an Kindern experimentiert und sie ermordet? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, sagt Lilly. Als die Selektion vorbei war, stand ich dort nackt, ohne Haare auf dem Kopf, mit einer Nummer an meinem Arm gestochen. Ein Offizier kam auf mich zu und stellte mir ein paar Fragen. Er wollte wissen, woher ich komme und ob ich dort noch Familie habe. Ich sagte, ich komme aus Berlin und habe dort einen Onkel. Er nahm eine Postkarte aus der Jackentasche und diktierte mir, was ich meinem Onkel schreiben sollte. Was solltest du schreiben? Er diktierte und ich schrieb, »Lieber Onkel, ich bin sicher in Auschwitz angekommen. Sie behandeln uns gut. Bitte sende mir ein wenig Geld und ein paar Süßigkeiten.« »Sie haben dich gezwungen, deine Verwandten anzulügen?« »Ja, sie wollten die Bevölkerung in Deutschland im Glauben lassen, alles sei in Ordnung.« »Erzähl mir von den Zügen.« Der Arzt und ein Offizier empfangen die neuen Gefangenen am Bahnsteig, wo sie in Viehwaggons ankommen. Dort sortieren sie die Menschen. Sie sortieren sie? Zu welchem Zweck, frage ich. Sie fragen jeden Gefangenen nach seinem Alter und Gesundheitszustand. Die unwissenden Ankömmlinge nennen oft ihre Gesundheitsprobleme, ohne zu erkennen, dass sie dabei ihr eigenen Todesurteil unterzeichnen. Kinder und alte Menschen werden sofort aussortiert. Und dann? Sie teilen sie auf. Links, rechts, links, rechts. Links heißt Leben, rechts heißt Feuertod. Feuertod? Nachts lodern die Flammen in den Himmel. Sie verbrennen die Kinder bei lebendigem Leib. Erwachsene werden meist mit Gas vergiftet, aber wenn die Wachen zu beschäftigt sind, verbrennen sie einfach alle. Das kann nicht wahr sein. Man konnte sie schreien hören. Um die Schreie zu dämpfen, befahlen uns die Wachen, unsere Instrumente zu spielen. Das Orchester musste spielen, während die Menschen verbrannten. Das Orchester, in dem du gespielt hast? Ja. Wie gesagt, Dr. Mengele hatte mich ausgesucht, weil ich Geige spielen kann. Ich kann nicht mal sehr gut spielen. Wir waren ja keine Musiker, wir waren Kinder, zu Tode verängstigt, die gezwungen wurden, Musik zu machen. Wie hast du es zurückgeschafft? Pures Glück. Einer der Offiziere mochte mich. Er ließ mich in ein sogenanntes normales Konzentrationslager schicken, eines, in dem sie Menschen nur töten, wenn sie sie zur Arbeit zwingen und verhungern lassen. Und von dort bist du geflohen? Eine Gruppe von Widerstandskämpfern plante die Flucht. Ich machte mit, sie gaben mir dann den Kontakt für eure Gruppe. Ich bin in Berlin, um herauszufinden, ob mein Bruder noch irgendwo in der Stadt ist. Wie heißt er? Gregor Blaustein. Obwohl ich bezweifle, dass er immer noch diesen Namen trägt. Kennt ihr ihn? Sie nimmt ein Foto heraus und zeigt es mir. Das Gesicht ist mir unbekannt. Oh ja, okay, puh. Jetzt heißt es, wir müssen irgendwie entscheiden, was wir jetzt mit diesen Informationen machen. Ich meinte, jetzt denke ich an unsere Ladung an Sprengstoff. Ob wir zu unseren anarchistischen Wurzeln zurückkehren? Ich weiß es nicht. Der Einzelfall zählt natürlich auch. Schwierig. Was sagt der Chat?
Was meint ihr? Jérôme sagt Wahrheit, die Wahrheit verbreiten. Auch Viarel. Okay. Die Wahrheit scheint bei euch im Vordergrund zu stehen. Ach so, der Chat kann die unterste Option nicht lesen. Der Einzelfall zählt. Entschuldigt, Leute. Na gut, folgen wir mal dem Chat, auch wenn das vielleicht jetzt nicht die rationalste Entscheidung ist. Wir machen das mal mit der Wahrheit. Sie nickt. Na gut, hast du noch weitere Fragen? Nur noch eine, wenn ich darf. Wie schaffst du es, weiterzuleben? Die Deutschen haben alles zerstört, nur nicht die Musik. Die Musik kann nicht zerstört werden. Sie ist ewig. Sie ist, was mir bleibt. So, wir haben 28 Moral gewonnen mit dem minus 10, das wir jetzt noch bekommen werden. 4 Unterstützer verloren. Auf deutschem Boden. Britische Truppen überqueren die Grenze und erobern die Stadt Goch am Niederrhein. Rote Armee an der Oder. Poznan in Westpreußen wird von sowjetischen Einheiten erobert. Die französische provisorische Regierung ordnet die Einrichtung von Betriebsräten in allen großen Fabriken an. Bei unserem Treffen sitzt Wilhelm Irre ganz still und die Tränen fließen ihm über die Wangen. Wilhelm, was ist los? Nach langem Schweigen antwortet er, Sie sind tot, er schluchzt. Die Bombardierung vor 2 Tagen, meine ganze Familie, alle sind tot. Ich war nicht zu Hause, als die Sirenen losgingen. Oh mein Gott, das ist schrecklich. Warum war ich nicht zu Hause? Er weint und zittert am ganzen Körper. Warum konnte ich nicht mit ihnen sterben? Es ist nicht gerecht, ohne sie weiterzuleben. Dieser Krieg nimmt uns alles. Okay, Moral geht nochmal runter. Wir sind bei 39, aber immerhin. So, und wir haben jetzt eine neue Aufgabe, Lillys Bruder zu finden. Okay. Da brauchen wir einfach nur einen. Und es bringt 5 Moral. Das ist schon mal ganz gut, wenn wir da helfen. Das ist also auf jeden Fall eine Aktion, die wir unbedingt machen müssen, würde ich sagen. Dann haben wir die Sache mit den Zeugen. Das müssen wir auch machen. Da ist auch nur einer nötig. Wir könnten aber, um das abzusichern, mit 2 Leuten das machen. Finde ich fast noch ein bisschen besser. Oder? Ach, das klappt auch. Das klappt auch so. Wo ist denn eigentlich... Warte mal, wo ist unser... Haben wir unseren Pass verloren? Wir hatten doch einen gefälschten Pass. Der ist irgendwie weg, oder? Das können wir hierfür nicht nehmen. Sprengstoff. Erhöht die Schwierigkeit. Das klappt schon so mit dem einen. Nein, wir können nichts mit dem Sprengstoff anstellen. Es gibt keine Aktion mit Sprengstoff. Zumindest ist es uns das nicht freigegeben. Zwangsarbeiter befreien bringt 10 Moral. Das könnte noch interessant sein. Aber wir sollten uns jetzt mal konzentrieren auf das, was wir vorhaben. Das bringt nur 3 Moral. Okay. Warte mal. Hier ist das nächste. Genau, wir müssen mal kurz... Ah, hier kriegen wir übrigens einen Knüppel her. Hier kriegen wir einen Knüppel her. Flugblätter verteilen ist das, was wir brauchen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal Papier kaufen. Und er hat 2 sicher. Wir haben schon 3 Stapel, das genügt also. Okay. Dann können wir Bücher verbreiten. Das ist eine relativ... Naja, wir haben halt Bücherpakete und kriegen dadurch 4 Moral. Das ist eine Möglichkeit. Wir können aber auch hier 6 Moral bekommen. Das ist sogar besser, meines Erachtens. Wenn Wilhelm Irre und Christian Bauer das vielleicht unternehmen, kriegen wir 6 Moral. Die Gefahr ist relativ hoch.
Und Elise geht wieder sammeln. Das wär's. Das heißt, wir kommen hier bei der Aktion einen Schritt weiter. Wir kommen bei der Aktion nicht einen Schritt weiter, ja doch auch, indem wir nämlich Papier haben. Dann müssen wir es herstellen, dann müssen wir es verteilen und so weiter. Dann geht das seinen Gang. Ich denke, ich bin zufrieden mit der Entscheidung. Und Moral bringt das auch insgesamt. Der Pass nach der Benutzung in der nächsten Runde weg. Nee, das war die ganze Zeit nicht so. Wir haben den Pass immer verwendet und wir haben ihn wiederbekommen. Ach so, habe ich den Bruder schon wieder vergessen? Ah, verdammt. Ich immer diese Sachen... Die okay, wartet mal. Was ist jetzt verzichtbar? Wie viel Geld haben wir? Wir haben 91. Dann ist vielleicht mal verzichtbar, dass Elise Geld sammelt. Danke für den Hinweis. Das war wichtig. Dass wir das machen. Gut. Starten wir das so. Okay. Was kriegen wir hier? Oh nein! Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Na gut, man weiß es nicht. Gut, können wir immer noch mal was drucken? Ah ne, 5 brauchen wir ja. Naja. Okay, Lilly. Wir haben erstmal Glück gehabt. Leider wurden wir gesehen. Trotz aller Widrigkeiten werden Bruder und Schwester wieder vereint. Gut, das hat 5 Moral gegeben. Das ist wichtig. So, das ist jetzt... Das müssen wir durchziehen. Wir ziehen es durch. Nein, er wurde verletzt. Verdammt. Er wurde verletzt und... Die Mission ist abgebrochen. Verdammt. Okay, Papier kaufen. Hat geklappt. Minus 4 Moral. Aber es kommt nur durch diese eine minus 5 Ereignis. Ansonsten war das ganz gut. Okay, das ist natürlich schlecht. Jetzt brauchen wir die Medizin. Reichsführer SS Heinrich Himmler richtet Sondergerichte ein, um kriegsmüde Soldaten und Zivilisten zu töten. Trier eingenommen. Trier an der Mosel, eine der ältesten Städte Deutschlands, wird von Einheiten der 3. US-Armee unter dem Kommando von Patton besetzt und Geldtransfers gestoppt. Der Schweizer Bundesrat verbietet den Import und Export von ausländischen Banknoten. Das ist die Gelegenheit, sagt Christian Sauer. Diese Informationen erlauben uns, einige der Flugabwehrgeschütze außer Gefecht zu setzen. Wir können diese Infos an die Briten weitergeben und die könnten dann einen gezielten Angriff starten. Ja, ist interessant. Seid ihr plötzlich alle verrückt geworden? Sicher, wir wollen, dass die Nazis den Krieg verlieren, aber diese Bomben treffen unsere Stadt, die schlagen in unsere Nachbarschaften ein. Unsere Familien, unsere Freunde kommen zu Tode. Die bringen uns um, um Himmels Willen. Diese Flugabwehrkanonen sind unsere letzte Verteidigung. Ja, das ist natürlich auch ein Argument. Ja, die treffen, glaube ich, auch keine kriegswichtige Industrie mehr oder so in dem Moment. Ich sag mal doch eher, du hast recht. Das wird sich herausstellen. Okay, aber trotzdem haben wir diese Option bekommen. Vermutlich wird das, das wird zu Problemen führen. Das macht man jetzt mit Sprengstoff. Bringt sehr viele Unterstützer. Alle 3 Leute sind nötig. Aber das ist für uns jetzt nicht prioritär, ne? Wir brauchen jetzt irgendwie Medizin. Und Elise ist stark in Bedrängnis hier. Ich würde sagen, wir versuchen mal die Medizin zu stehlen. Wilhelm Irre. Ja, das ist sehr heikel. Sehr gefährlich, das Ganze. Geld hilft nicht. Zubehör hilft auch nicht. Was machen wir denn da, Leute? Wir brauchen
Für die Verletzten brauchten wir den Reisepass. Ich weiß nicht, bei welcher Aktion wir den Reisepass verloren haben. Das ärgert mich ja tierisch. Wir haben auch keinen Arzt mehr. Okay. Kann sein, dass wir abwarten müssen. 3 Runden, glaube ich, dann ist die Verletzung weg. Das ist mir ehrlich gesagt jetzt ein bisschen zu heikel, diese Aktion. Fällt Julius halt aus. Muss es ohne ihn gehen. Elise, denke ich, schicken wir jetzt hier mal hin. Und irgendjemand muss jetzt die Flugblätter erstmal drucken. Warte mal, wie viele Flugblätter brauchen wir? Wir brauchen hier 3 Flugblätter. Okay, das muss abgesichert sein. Schwierig. Mit mehr Papier stapeln? Ja, mit mehr Papier stapeln erreichen wir das. Muss vielleicht gar nicht so viel sein. Doch, muss es. Allerdings ist es immer noch rot. Auch nicht gut. Es darf nicht rot sein. Finde ich zumindest. Nehmen das mal wieder runter. Ach Quatsch, was ist denn das hier? So. Dann müssen wir noch einen mitschicken. Hilft nichts. Muss noch einer mit. So ist das, glaube ich, vertretbar. Und wir müssen nochmal probieren, diese Geschichte durchzuziehen. Josef wäre da eigentlich gut. Können wir das hier nochmal ändern? Ah, das ist jetzt blöd. Dann müssen wir das einfach noch ein bisschen aufsparen. Die Sache. Das läuft uns nicht weg. Das ist eine Aktion und dann kriegen wir das. Das ist nicht so schlimm. So, jetzt ist die Frage, wir könnten mit Wilhelm einfach mal aussetzen, dann verliert er seinen Punkt. Das ist auch von Vorteil. Oder wir gehen mit ihnen. Nee, Pankow ist nicht gut. Hier ist auch nicht gut. Ja. Alleine kann er das nicht machen. Nee, ich würde sagen, wir lassen einfach mal sowohl Wilhelm als auch Julius aussetzen. Und dann kriegt der eine seinen Punkt weg und der andere erholt sich ein bisschen. Das geht jetzt ein bisschen auf die Moral, die Aktion. Ich soll 6 drucken und alle einsetzen, sagt ihr. Das kriegen wir, glaube ich, nicht hin, oder? Oh, doch, das ist ganz gut. Wir haben 4 mit dem Papier. 5 bis 7. Wird allerdings immer gefährlicher. Ja, riskieren wir es mal bei 5 und 7. Und ihn brauchen wir ja nicht auszusetzen, damit er sich erholt. Das geht ja automatisch rundenweise. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Vielleicht haben wir Glück, wir kriegen 6. Pack sie ins Versteck. Wer ist sie? Trombo. Pack sie ins Versteck. Elise habe ich ins Versteck gepackt, falls du die meinst. Ach so, du meinst Wilhelm und. Ah, ja. Weil wir das eh bezahlen. Da hast du recht. Da hast du recht. Ja, guter Hinweis. Dann können sie auch da sein. Wobei es egal ist. Ich glaube, der Punkt verlieren sie eh. Okay, starten wir. Mal gucken, ob wir Glück haben mit den Flugblättern. Alle 3 sind am Start. Jawohl, die Maximalzahl, Leute. Und wir wurden nicht gezählt. Das ist ja ein echter Erfolg. Okay, minus 6 Moral. Minus 3 Unterstützer. 12. März 1945. Sippenhaft. Hitler gibt Befehl zur Verhaftung und Bestrafung von Familien von Soldaten, die sich ergeben. Herabsetzung des Wehralters. Die Jungen des Jahrgangs 29 werden nun direkt zur Wehrmacht eingezogen. Nach einer kurzen Ausbildungszeit werden die Jugendlichen an die Front geschickt. Brückenkopf über den Rhein. US-amerikanische Einheiten besetzen eine noch unzerstörte Eisenbahnbrücke. Remagen. Wirk!
sagt Wilhelm irre, nachdem er einen Schluck von seinem Kaffee getrunken hat. Das ist widerlich. Oh ja, sagt Elise Hoffmann, Sie haben es geschafft, den Ersatzkaffee noch ekelhafter zu machen als vorher. Ich vermisse Bohnenkaffee und Fleisch. Ich würde alles für ein gutes Stück Rindfleisch tun, sagt Wilhelm. Ich auch. Klar, alles ist schrecklich und Essen und Trinken sollten nicht unsere größte Sorge sein. Aber ich sage dir, wenn wir wenigstens vernünftiges Essen und Bohnenkaffee hätten, dann wäre alles andere bestimmt leichter zu ertragen. Viel leichter. Einen langen Moment schweigen alle und denken wahrscheinlich über die Mahlzeit nach, die jeder am meisten vermisst. Moral minus 2 hat das Nachdenken über die Mahlzeit erbracht. Okay, wir sind immer noch bei 32. Das ist in Ordnung. Gut. Julius können wir zumindest upgraden. Das ist auch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir machen mal Empathie nochmal höher. Das war immer noch so ein Problem. Das Fehlen der Empathie. Gut, so, wir konzentrieren uns auf das Thema und auf das Thema. Wir müssen da jetzt vorankommen. Das ist vor allem wichtig. So, wer ist hier gefragt? 8 Punkte haben wir hier. Ja. Das, denke ich, ist eine gute Sache. Was ist jetzt, wenn wir jetzt noch mehr Flugblätter einsetzen? Ah, okay, es wird gefährlicher. Aber wir können noch mehr Unterstützer kriegen. Allerdings ist das auch eine Aktion, die Moral bringt. Und zwar gar nicht so wenig. 4 könnte man vielleicht auch nochmal machen. Insofern lassen wir das mal bei dieser Sache. So, das finde ich gut. Ich tendiere dazu, Elise sogar nochmal hier hinzuschicken. Einfach weil es 2 Moral bringt und sie dann komplett clean wäre. So. Und dann kann diese Geschichte, wer kann das jetzt mal erledigen? Nochmal Josef. Tja, wir können die Sache... Ah doch, wir könnten Wilhelm Irre einfach... Nee, Quatsch. Wir könnten Julius noch mitschicken. Na klar. Warum denn nicht? Was bringt denn eigentlich Kohle? Haben wir schon jemals irgendwie Kohle benötigt? Nee. Okay. Also, wenn das klappt, dann kommen wir der Sache richtig näher. Ich denke, das ist ein guter Weg jetzt. Gut, der Chat hat auch keine Anmerkungen. Dann machen wir weiter. Ich lasse ihm gar keine Zeit für Anmerkungen. Ah, Julius hat sich erholt von den Wunden. Ich glaube, das war okay, dass wir nicht diese riskante Aktion gemacht haben. So, wir verteilen die Flugblätter. Durchziehen. Oh Gott, Glück gehabt. Glück gehabt. Viele, viele, viele neue Unterstützer. Was? Wilhelm Irre wurde verhaftet? Wieso? Die SA hat sich doch zurückgezogen. Oh nein! Leute, das ist ja eine Katastrophe. So, sie hat sich zurückgezogen. Plus 2 Moral. Wilhelm Irre. So, jetzt aber. Ich hoffe, das klappt hier mal. Ja, wir wurden gesehen, aber wir haben das zweite Ding. Und jetzt klopft es bei uns auch noch an. Ja, Wilhelm Irre wurde verhaftet, die Moral sinkt auf 36. Okay, das ist natürlich bitter. Oh mein Gott. Die SA hat sich zurückgezogen, aber nicht der Hund. Ja, jetzt müssen wir Wilhelm Irre irgendwie befreien, oder? Geht das? Ich glaube, das geht. Wiedergeburt Polens. Die UdSSR überträgt Polen die territoriale Souveränität über die von sowjetischen Truppen besetzten deutschen Gebiete östlich von Oder und Neiße. Bombenangriff auf Berlin. US-Bomber fliegen einen Angriff auf das Oberkommando der Wehrmacht bei Berlin. Kamikaze-Angriff. Japanische Streitkräfte greifen US-Schiffe mit Kamikaze-Fliegern vor den japanischen Inseln Kyushu und Hondo an. Da fehlt einer, Leute. Ich erscheine beim Treffen und sehe, wie alle sich amüsieren und guter Stimmung sind. Wie bitte? Der Wille ist verhaftet worden. Josef Herzberg reicht mir einen kleinen Teller mit etwas Essbarem, was ich kaum mehr erkenne. Iss, sagt er. Was gibt's zu feiern? Heute ist mein Geburtstag, sagt Josef, und ich habe etwas Köstliches für uns alle. Schokolade. Es ist heutzutage fast unmöglich, so etwas wie Schokolade aufzutreiben. Hurra! Endlich kann ich mich mal wieder freuen. Wie lange ist es her, seit ich ein Stück Schokolade gegessen habe?
Alles Gute zum Geburtstag, werter Freund. Okay, wow, plus 20 Moral hat die Schokolade gebracht. Huh. Gut. Befreie Wilhelm Irre. Und diese Aktion müssen wir machen. Wilhelm ist im Knast. Geheimhaltung brauchen wir dafür. Das Blöde ist, dass Julius selbst hier schon 2 Punkte hat. Josef auch. Tja. Ich meinte, hilft hier möglicherweise der Sprengstoff? Also mit 2 Punkten traut man sich da kaum hinzugehen. Nee. Wir sind im gelben Bereich. Ich würde es riskieren. Ich denke, ich würde es riskieren. Okay. Gut, dann haben wir... warte mal. Irgendwie hat sich hier die Zuordnung verschoben. Bin ich blöd? Jetzt steht hier, dass wir Parolen malen müssen, um diese Aktion zu machen. Hallo? Das war vorhin noch ganz anders. Da stand hier, Flugblätter verteilen führt zu diesem Hitler-Jugendtrupp. Oh nein! Das ist richtig doof, Leute, weil der ganze Plan ist im Arsch. Wir hätten doch noch einmal Farbe aufbefahren sollen. Okay, wir haben safe 3-mal Farbe, wenn wir das so machen. Gut, warte mal, ich guck mal ganz kurz hier. Also wir haben die 2. Ein Zeugnis brauchen wir noch. Das heißt, wir müssen Parolen malen. Die Aktion müssen wir machen und dann. Es wird schon wieder knapp. Es wird schon wieder knapp. Bei den Unterbrechungen, die töten können, ist das Verstecken sogar sinnvoll. Ja, welche Unterbrechungen können töten? Das weiß man ja vorher nicht, ne? Die Uniform unterstützt das Verstecken. Ja, ist schon klar. Ich habe halt nur durchziehen gemacht, weil mich der Chat dazu immer zu motiviert hat. Ich soll immer nicht so feige sein. Okay, also man brauchte beides, sagt ihr. Na gut. SA und Polizei. Na gut, eben haben sie nicht getötet, sondern verhaftet. Okay, alles klar. Es geht los. Können wir ihn befreien? Das ist die große Frage. Erstmal das Kaufen. Das sollte klappen. Hoffe ich zumindest. Ne, wir müssen es durchziehen. Wir brauchen das jetzt. Okay, er beruhigt sich wieder. Wir haben die 3-mal Farbe, wurden jedoch gesehen. Nicht ganz so schlimm, würde ich sagen. So, Julius und Sauer treffen sich vor dem Ort, und an welchem er gefangen gehalten ist. Sie überprüfen das Gebiet. So, jetzt verstecken wir uns. Jawohl! Wir haben ihn zurück. Wilhelm Irre ist wieder da. 20 Moral hat es gebracht insgesamt. Okay, das war gut. Sehr schön. 26. März, verbrannte Erde. Hitler befiehlt, alle Industrie- und Versorgungsanlagen im Reich zu zerstören, wenn sich die feindlichen Truppen nähern. Hamburg unter Beschuss. US-amerikanische Bomben fliegen einen schweren Luftangriff auf Hamburg. Alliierte Armeen über den Rhein, Churchill und Feldmarschall Montgomery beobachten die Durchreise von britischen, kanadischen und US-Truppen über den Rhein. Alle mal zuhören, wir müssen etwas unternehmen. Sie haben den Jungen meines Nachbarn geschnappt. Christian Sauer ist hoch vor Wut. Was? Der Junge ist 12, er ist ein Mitglied der Hitlerjugend. Gestern habe ich gesehen, wie sie ihn und einige seiner Schulkameraden bewaffnet und in den Kampf geschickt haben. Die lassen Kinder kämpfen? Ja, sie haben ihn Panzerfäuste und Gewehre in die Pfand gedrückt und an die Front geschickt. Aber wir müssen mit denen sprechen. Dieser Wahnsinn muss aufhören, bevor wir alle in den Abgrund gerissen werden. Okay, minus 5. Aber führt zu keiner neuen Aktion? Wartet mal. Verwerfen, stopfen? Was soll das heißen? Das heißt, wir haben zu viele Gegenstände, oder? Dann würde ich sagen, schmeißen wir mal Sprengstoff weg, oder? Warte. Ach
Also fünfmal Sprengstoff reicht locker für alles. Oder wir das Zubehör, ich habe keine Ahnung, wofür man das braucht. Oder das Bücherpaket vielleicht. Ich weiß nicht. Papierstapel zusammenfassen, das geht. Geht nicht. Wir haben nur zwei Papierstapel. Hier können wir nicht zusammenfassen. Die Zeugnisse können wir auch nicht zusammenfassen. Das Einzige ist die Frage, was man am ehesten jetzt nicht mehr braucht. Was auch mal stopfen heißt. Ach so, unten rechts ist der Mülleimer. Okay. Und was heißt das hier, stopfen? Was soll das heißen mit stopfen? Kohle weg. Ja, wer weiß, was die Kohle noch bringt. Also, ich finde das irgendwie doof. Wir tun Sprengstoff weg. Okay, alles klar. Gut, so. So, ja. Ich glaube, der Moment ist mal gekommen, wo wir uns mal absolut clean machen müssen. Aber wir haben nur noch 6 Runden. So, Leute, jetzt müssen wir mal wieder berechnen. Was ist das denn? Weiße Flagge hissen ist neu. Bringt Leute und Moral. Also, wir brauchen eine Runde hierfür, eine Runde hierfür. Also, nehmen wir an, wir machen jetzt einmal Beweise verschwinden lassen. Dann haben wir noch 5 Runden. Dann machen wir das. Dann haben wir noch 4 Runden. Dann machen wir noch das. Dann haben wir noch 3 Runden. Können das machen. Und dann haben wir noch 2 Runden, um die letzte große Aktion zu machen. Das heißt, wir haben eine Runde Puffer, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Eine Runde Puffer. Ach so, Parolen sind überflüssig. Warum ist denn das schon wieder überflüssig? Tatsächlich, Parolen sind überflüssig. Okay, das entlastet uns natürlich. Das ist ja komisch, aber gut. Dann haben wir 2 Runden über. Das lässt unsere Chancen steigen. Dann würde ich jetzt trotzdem die Beweise verschwinden lassen. Das ist jetzt unser gesamtes Geld, aber das ist die Voraussetzung. Obwohl, wartet mal. Das brauchen ja gar nicht alle machen. Das ist ja gut. Ja gut, wer ist da besonders gut? 4, 7. Er ist schon der Beste dafür. Tja, leider ist das eine schwierige Aktion, so wie es aussieht. Vielleicht ist das doch nicht die bessere Sache. Vielleicht ist es doch besser, wir machen das auf die normale Tour. Bei denen es am schlimmsten ist. Vielleicht sogar zweimal. Warte mal, wie sieht es denn aus? Was können wir denn hier machen? Also hier ist Stärke und Geheimhaltung gefragt. Stärke und Geheimhaltung. Das wäre er hier und Wilhelm Irre. Und Christian Sauer. Ja. Also das müssen wir auf jeden Fall vorher machen. Was ist mit der Zwischenvariante, mit dem Ablenkungsmanöver? Das könnte ja auch noch gut sein. Das ist ein bisschen einfacher, sehe ich gerade. Stärke und Allgemeinwissen. Okay, probieren wir das mal. Ich weiß nicht genau, wie viele Punkte uns das einbringen wird. Aber ich denke, ein Versuch ist es wert. Und ich werde einfach zusätzlich, das ist vielleicht die Idee, ich werde zusätzlich. Ah, wir haben kein Geld mehr. Oh, es fehlen 5 Mark.
für die Zusatzaktion. Ich wollte die zusätzlich hier noch untertauchen lassen. Das ist doof. Das ist ärgerlich. Dann lassen wir sie einfach draußen und machen nichts mit ihnen. Ja, was sollen wir mit Sprengstoff? Achso, Sprengstoff bei irgendeiner Aktion jetzt? Bei welcher Aktion? Hier? Nee, kann mir nicht vorstellen. Sprengstoff verkompliziert die Sachen einfach immer nur. Gut, wir lassen sie einfach mal nichts machen, verlieren sie auch einen Punkt. Durch die Aktion verlieren sie hoffentlich 3 Punkte und dann sieht die Sache schon besser aus. Ich denke, wir machen das so. Ich riskiere es. Okay, Geld sammeln. Ja, super. Endlich mal wieder eine richtig fette, fette Aktion. So, jetzt, das ist wichtig. Das muss klappen. Wir streuen falsche Hinweise, um die Behörden in die Irre zu führen. Hat geklappt. Die Jungen versuchen, erwachsen zu wirken, während sie die Dorfgasse entlang gehen, ihre kindlichen Gesichter unter Stahlhelmen versteckt. Sie merken gar nicht, wie lächerlich sie in ihren übergroßen Uniformen aussehen. Darf ich vorstellen, Hitlers letztes Aufgebot, sagt Bruno, ein vertrauenswürdiger Unterstützer, der sich um unsere Aktion auf dem Land kümmert. Was machen die? Da drüben, ah, okay, die Brücke. Der Film wird hier jetzt gewissermaßen nachinszeniert. Da drüben, Bruno zeigt auf die Brücke, die über die Panke führt. Sie sollen die Russen davon abhalten, diese Brücke zu überqueren. Der Film ist übrigens sehr empfehlenswert, kann ich nur mal hier sagen. Ernsthaft? Habe ich dir ja gesagt, so weit sind wir schon. Wir stellen Kinder als lebende Panzersperren in den Dörfern um Berlin auf. Haben die eine Chance? Was glaubst du, kleine Jungs, kaum ausgebildet, fast ohne Waffen, ängstlich und hungrig gegen eine voll ausgerüstete Panzerarmee. Es wird ein Blutbad, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Was können wir tun? Am besten mit ihnen reden, aber ich bezweifle, dass sie uns zuhören. Ja, versuchen wir es. Die Jungen befestigen die Brücke mit Sandsäcken und Stachdraht. Ich zähle 4, die auf der Brücke arbeiten und 3 links und rechts daneben. Wir gehen mal hin. Als wir uns nähern, richtet der Anführer seine Waffe auf uns und ruft, halt, keinen Durchgang, hier ist jetzt Sperrgebiet. Was macht ihr da? Wir errichten eine Verteidigungslinie. Wir müssen den Feind davon abhalten, die Brücke zu überqueren und Bernau zu erreichen. Wen glaubt ihr damit aufhalten zu können? Solange wir hier sind, kommt kein Russe durch, antwortet ein kleiner Junge. Der Krieg ist vorbei. Solange ein einziger treuer Deutscher lebt, ist der Krieg nicht verloren. Wer einen Quadratmeter des Deutschen Reiches verteidigt, verteidigt das gesamte Reich. Wir reden weiter auf sie ein. Es lohnt sich nicht, sagt Bruno. Diese Jungs sind durch und durch indoktriniert. Was können wir sonst tun? Friedrich Wolf wohnt in diesem Haus dort drüben. Er ist der Dorflehrer. Ich kenne ihn. Er ist ein guter Mann. Mal sehen, ob er willens ist, mit den Jungen zu reden. Vielleicht hören sie auf ihn und geben auf. Bruno führt mich zu einem Bauernhaus auf einem Hügel. Friedrich Wolf wohnt hier, er ist der Dorflehrer. Die Jungs vertrauen ihm. Ein Mann mit weißen Haaren und faltigem Gesicht öffnet die Tür. Hallo Friedrich, sagt Bruno. Gott sei Dank bist du zu Hause. Weißt du, dass deine Schüler unten auf der Brücke Stalingrad spielen? Verdammter Volkssturm, sagt Friedrich. Was kann ich tun? Du musst mit ihnen reden. Sie kennen dich. Wenn du ihnen sagst, dass sie aufhören sollen, werden sie dir gehorchen. Ich bezweifle, dass das klappt, sagt Friedrich. Aber wir müssen alles versuchen. Okay. Wir erreichen die Brücke. Die Jungs sind mit ihrer Arbeit fast fertig. Die Brücke ist so weit wie möglich für den Angriff vorbereitet. Ihr Anführer gibt den Jungs weitere Anweisungen und die Jungs stellen sich auf. Er hält inne, als er uns sieht. Was wollen sie von uns? Wir wollen euer Leben retten. Wir folgen unseren Befehlen. Wir sind keine Verräter. Wir werden diese Brücke gegen den Feind verteidigen. Hugo, unterbricht ihn Herr Wolf. Du warst immer ein kluger Kopf und gut in Mathe. Es marschieren tausende gut ausgebildeter Soldaten in Richtung Berlin. Wie lange könnt ihr diese Position wohl halten? Ihr müsst sofort aufgeben. Der Krieg ist vorbei, Mann. Niemals, sagt Hugo. Er sieht den Rest der Jungs an. Wer will aufgeben? Wer will den Führer verraten? Hier ist eure Chance. Folgt dem Lehrer. Geht. Es ist mir egal. Ich werde hier alleine kämpfen, wenn es sein muss. Das ist meine Pflicht. Keiner der Jungs rührt sich von der Stelle. Kommt mit uns. Es hilft nichts, keiner bewegt sich. Psst, flüstert Friedrich Wolf und zeigt auf eine Stelle links von der Brücke. Ich sehe ein paar Gewehre und Panzerfäuste, die Waffen des Kindertrupps. 10 bis 3, dann schnappen wir uns die Waffen und werfen sie in den Fluss, sagt Friedrich. Ich fange an zu zählen. 1, 2, 3.
Wir laufen auf die Waffen zu. Die Jungen haben noch nicht begriffen, was passiert. Da fliegen die meisten Waffen schon in den Fluss, wo sie sofort im trüben Wasser verschwinden. Ein Schuss. Nein. Wir gehen in Deckung. Halt, schreit Hugo. Er hält eine Pistole in der Hand und richtet sie mit Tränen in den Augen auf seinen ehemaligen Lehrer. Ich werde sie erschießen, sie Verräter. Bitte, Hugo, die Waffe runter. Hugo, ich bin dein Lehrer. Bitte, die Waffe. Du solltest erleichtert sein, dass jetzt alles vorbei ist. Hugo senkt seine Waffe. Geht nach Hause. Widerwillig holen sie ihre Sachen und gehen. Wir haben es geschafft, sagt Bruno. Wir haben ihnen das Leben gerettet. Danke, sagt Friedrich Wolf erleichtert. Ja, ganz so ist es im Film nicht gelaufen. Nein, wir danken dir, Friedrich, sage ich. Ohne dich wäre uns das nicht gelungen. Am selben Tag noch wird der Lehrer Friedrich Wolf von der SS verhaftet. Er wird vor einem Standgericht zum Tode verurteilt, wegen Zersetzung der Wehrkraft, weil er eine wichtige Militäraktion untergraben hat. Hugo, sein Schüler, hat gegen ihn ausgesagt. Am nächsten Tag befreit die Rote Armee Bernau. Oh Mann. Okay, Rote Armee in Österreich, 2. April. Es ist nicht mehr lang, Leute. Sowjetische Truppen haben die österreichische Grenze erreicht und rücken ins Burgenland vor. Verbündete treffen sich an der Elbe. Eisenhower informiert Stalin, dass die US-amerikanischen und britischen Armeen die sowjetischen Truppen an der Elbe erwarten werden. Hessen in der Hand der Amerikaner. Frankfurt am Main, Wiesbaden und Mannheim sind von der US-Armee besetzt. Josef Herzberg zieht mich nach dem heutigen Treffen zur Seite. Ich habe vielleicht Informationen, die für uns nützlich sein könnten. Er ist aufgeregt. Du weißt ja, die SS geht zurzeit von Tür zu Tür und versucht nach Geflüchteten und nach Schmuggelware. Ich habe zufällig ein Gespräch zwischen mehreren Offizieren mitbekommen und weiß jetzt, wo sie diese Woche im Einsatz sein werden. Nun, wenn wir wissen, wo sie wann sind, könnten wir ihnen eine unangenehme Überraschung bereiten, oder? Könnten wir. Gelobt sei dein feines Gehör. Okay, wir könnten SS-Mitglieder angreifen. Bringt noch Moral, die Aktion. Aber ich denke, wir dürfen auf keinen Fall jetzt... Ah, sehr gut. Ey, der Plan hat geklappt, Leute. Wir dürfen auf keinen Fall jetzt von unserem anderen Plan auch abweichen. Denn das ist jetzt hat absolute Priorität. Das ist scheinbar aber unkompliziert. Bringt einfach nur Moral. Ach so, ja. Ich rede auch von dem Original Genosse Wurstbrot von 1959, ja. So, Leute. Wir stehen kurz davor. Es sind noch 5 Runden. 1, 2 Runden, um diese Sache durchzuziehen. Und dann hier. Wir haben so, glaube ich, 2 Runden Vorsprung. Das ist jetzt das Entscheidende. Und wir stehen gut dort. Das müssen wir auch mal sagen. So. Ein Hitler-Jugendtrupp zwingen, aufzugeben. Da brauchen wir jetzt also Wilhelm Irre. Wir brauchen Christian. Hier kriegen wir jetzt Knüppel. Aber vor allem brauchen wir das zur Freischaltung. Und wir nehmen noch mit. Der ist jetzt doof. Wir nehmen Josef Herzberg noch mit. Das ist gut. Mhm. Okay. Das weisen wir zu. So, dann gucke ich mal diese Aktion mit dem Angriff. Komisch, dass da jetzt gar nichts dabei ist. Ne, wisst ihr was? Elise, das macht jetzt Julius Scheuermann in Eigeninitiative. Der alte Anarchist geht wieder los und sie lassen wir wieder Geld sammeln. Kann sein, dass wir es nochmal brauchen. Okay. Gut. Wir machen das. Jetzt wird's spannend, Leute. Schaffen wir es diesmal? Okay. Also erstmal das Geld sammeln. Ist nicht so dringend, deswegen verstecke ich mich. Ja, okay. Ist nicht so schlimm. Musste abgebrochen werden. Sie wurde aber nicht gesehen. So, jetzt. Julius Scheuermann und folgen dem Plan. Er ist alleine. Und sind auf dem Weg, SS-Mitglieder anzugreifen. Der Angriff war erfolgreich. Die SS weiß jetzt, dass wir keine Angst mehr vor ihnen haben. Ja, sehr gut. 5 Moral. Und jetzt geht's gegen die Hitlerjugend. Wilhelm Irre, Christian Sauer und Herzberg warten an der üblichen Route einer Hitlerjugendpatrouille. Sie umzingeln die Patrouille und zwingen sie, ihre Abzeichen abzugeben. Die Patrouille läuft weg, so in ihrem Stolz verletzt, werden diese Kinder sicher nicht mehr für Hitler in den Krieg ziehen.
Ein Knüppel und Christian wurde gesehen, plus 5 Moral. Sehr, sehr, sehr schön. 9. April, Leute. Keine Kapitulation. Himmler befiehlt, alle Menschen zu erschießen, an deren Haus die weiße Flagge gehisst wurde. Ungarn verloren. Letzte deutsche Truppen ziehen sich aus ungarischem Gebiet nach Niederösterreich zurück. U-Boote zerstört. 6 deutsche U-Boote werden bei einem britischen Luftangriff auf den Hamburger Hafen versenkt. So, während unseres Treffens meldet sich Josef Herzberg zu Wort. Ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die Angst haben vor dem, was nach dem Krieg kommt, sagt er. Was meinst du? Bei der Arbeit habe ich mitbekommen, wie sich einige SS-Männer unterhielten. Sie wussten nicht, dass ich sie hören konnte. Was haben sie gesagt? Sie haben Angst vor der Roten Armee. Die Sowjets marschieren aus dem Osten vor. Diese SS-Leute haben tatsächlich die Entscheidung des Führers in Frage gestellt, Russland mitten im Winter anzugreifen. Einer von ihnen sagte sogar, dass er nicht in der Stadt sein möchte, wenn die Sowjets Berlin erreichen. Oh, das bringt Moral. Ihr seht, jetzt steigt die Moral. Das finde ich ganz cool. So, wir müssen wieder was wegschmeißen. Ich denke, mit 2 Papierstapeln können wir... Obwohl, da könnten wir noch im Notfall 1 kaufen. Ich werde mal noch ein Bücherpaket wegschmeißen. Stacken können wir nicht. Machen wir das so. So, jetzt ist die alles entscheidende Aktion für uns ist jetzt das hier. Das muss klappen. So, Geheimhaltung und Allgemeinwissen. Das ist das, was nötig ist. Und das sind die beiden, die das richtig gut drauf haben. Ja, ist doch eine perfekte Aktion. Das ist unser drittes Zeugnis. Und da kann jetzt eigentlich nicht mehr viel passieren. Behaupte ich mal. So, das heißt, ich würde sagen, um auf absolut Nummer sicher zu gehen, werden wir sie nochmal Spenden sammeln lassen. Und die anderen beiden bleiben einfach zu Hause und verlieren ihren Punkt. Weil wir müssen, wenn wir hier jetzt die Aktion starten, müssen wir natürlich total sauber sein. Da darf nichts Verdächtiges passieren. Ja. Ja, was Stopfen macht, weiß ich auch nicht. Hätte ich vielleicht mal ausprobieren sollen. Okay, Leute, wir ziehen es durch. Geld sammeln macht Elise, genau. Diesmal vielleicht etwas erfolgreicher. Aber riskieren will ich jetzt auch nichts. Ja, super. Ich habe es falsch gemacht. Ich habe in Pankow gesammelt. Leute, ich wollte doch... Oh, naja, ist egal. Egal. So, das ist jetzt das Wichtige. Wir treffen uns mit einem Jungen, der verbrachte 2 Jahre in einem Lager unter der Leitung von Meyerfeld. Die Gräueltaten, von denen er berichtet, sind schwer vorstellbar. Okay. Wir wurden zwar gesehen, aber wir haben das dritte Zeugnis, Leute. Und damit können wir die große Aktion starten. Das ist gut time. Königsberg gibt auf. 16. April. Die deutsche Besatzung im zerstörten Königsberg ergibt sich den angreifenden Einheiten der Roten Armee. Widerstandskämpfer hingerichtet. Theologe Dietrich Bonhoeffer und Admiral Wilhelm Canaris, die zu den Widerstandskämpfern rund um den 20. Juli gehörten, wurden hingerichtet. Jeden Tag starben mehr als 900 Menschen. US-Truppen befreien das deutsche Konzentrationslager Buchenwald und berichten Furchtbares. 16. April. Mit den Erkenntnissen, dass der Krieg bald vorbei sein wird, hat sich die Atmosphäre während unseres Treffens geändert. Eine ungewöhnliche Stille herrscht zwischen uns. Also, Wilhelm Irre sieht mich an. Was wirst du jetzt machen? Ich? Jetzt? Die Frage überrascht mich. Ich war so lange im Widerstand. Ich bin mir nicht sicher, was ich sonst noch tun könnte, sagte ich. Die anderen lachen. Ich weiß, was ich tun werde, sagt Elise. Ich haue ab. Ich verschwinde aus diesem verfluchten Land. Was ist mit dir, Wilhelm? Oh, ich bleibe hier, sagt er, ohne zu zögern. Ich sag ja nur, wir haben gewonnen und wir haben unseren Teil beigetragen. Wir müssen dieses Land wieder aufbauen und ich will mitmachen. Ich will sicherstellen, dass nichts dergleichen wieder geschehen kann. Du hast die Frage aber immer noch nicht beantwortet, sagt Elise. Wilhelm, nee, wir bleiben auch hier. Oh, ich gehe nirgendwo hin. Diese Stadt ist Teil meiner Seele und nach allem, was passiert ist, muss ich helfen, sie wieder aufzubauen. Die Moral steigt weiter. Das ist irgendwie ganz cool gemacht. So, wir müssen schon wieder was wegschmeißen. Ah ja, weil wir das dritte Zeugnis haben. Jetzt trenne ich mich vom Zubehör. Ich habe das Zubehör noch... Achso, ich mach mal Stopfen. Das heißt aber automatisch. Sortieren, okay. So. Wie sieht's aus? Nur Julius hat seinen Punkt und wir können die große Aktion starten. Ich würde sagen, wir verlieren jetzt keine Zeit, oder?
in der nächsten Runde noch die Gefangenen befreien. Nee, das machen wir erst, wenn wir das hier abgesichert haben. Das geht jetzt vor. Das starten wir. Ich will es nicht riskieren, bis zur letzten Runde damit zu warten. Okay, Leute. Das ist jetzt eine große Aktion. Wie spät haben wir es? Ah, fast 23:30. Wir stehen in einer dunklen Ecke und beobachten den Eingang des Gebäudes auf der anderen Straßenseite. Meine Hände sind eiskalt. Das Wetter ist schrecklich. Ich werde hier eine Lungenentzündung bekommen. Und wozu? Er wird auch heute Abend nicht kommen, sagt Wilhelm irre. Wir können an den Umständen nichts ändern. Beruhige dich. Lass mich reden, wir haben ja nichts anderes zu tun. Warte, da, sagt Wilhelm. Was ist? Ein Auto hält vor dem Eingang. Ein Mann steigt aus, winkt dem Fahrer zu und geht zum Eingang. Das Auto verschwindet. Ach komm, wir ziehen es durch. Das muss er sein. Schnell. Wir laufen aus unserem Versteck und stellen den Mann. Wilhelm bohrt eine Waffe in seinen Rücken. Der Mann sieht uns an und hält die Hände hoch. Was wollen Sie? Fragt er. Sind Sie Ludwig Meierfeld? Wer? Sie verwechseln mich mit jemandem. Mein Name ist Schmidt, sagt der Mann. Psst. Ruhig jetzt. Machen Sie kein Aufhebens, wenn Sie hier nicht sterben wollen, sagt Wilhelm. Der Mann nickt. Wie bitte? Das ist möglicherweise der Falsche? Verdammt. Wir bringen ihn trotzdem ins Auto. Wilhelm stülpt einen Sack über den Kopf des Mannes. Das Auto fährt vor. Christian ist am Steuer, öffnet die Tür. Einsteigen. Bloß weg von hier. Wilhelm stößt den Mann auf den Rücksitz. Christian fährt uns durch die leeren Straßen. Sind wir uns sicher, dass wir den richtigen Mann haben? Fragt Christian und senkt seine Stimme, damit unser Gefangener ihn nicht hören kann. Scheiße, Leute. Oh, hätte ich das vielleicht am Anfang ein bisschen präziser machen sollen? Okay. Wir sind völlig sicher. Wir kommen am vereinbarten Ort an, ziehen den Mann aus dem Auto und schleppen ihn in den Keller. Als wir den schwach beleuchteten Raum betreten, sehe ich mindestens 6 Personen in einem Halbkreis stehen. Sie scheinen auf uns zu warten. Peter tritt zur Seite. Wir haben ihn. Christian zieht den Sack vom Kopf unseres Gefangenen. Gut. Peter nickt und sieht mich an. Julius, ich möchte, dass du die Gerichtsverhandlung beobachtest. Peter fragt die Frau neben ihm. Erkennen Sie diese Person? Ist das Ludwig Meierfeld, SS-Angehöriger und Wächter im KZ Sachsenhausen, in dem Sie interniert waren? Okay, wir haben Glück. Ja, das ist er, sagt sie. Was wollen Sie von mir? Fragt der Gefangene. Sie werden es bald herausfinden. Peter hält ein Stück Papier hoch und beginnt laut zu lesen. Ludwig Meierfeld, Sie werden der Morde und der Beihilfe zum Mord von Sarah Beermann und Lisa Beermann am 26. April 1943 beschuldigt. Sie werden ebenfalls der Beihilfe... Der Gefangene unterbricht Peter. Was bedeutet dieser Zirkus? Halten Sie doch bitte die Klappe. Spielen Sie hier Gerichtssaal? Das ist ja lächerlich, sagt Meierfeld. Peter fährt fort. Sie werden ebenfalls beschuldigt beim Mord an Lukas Michelson im September 1943 und beim Mord an Anna Klein im Oktober 1943 mitgewirkt zu haben. Bekennen Sie sich zu Ihren Taten? Ja oder nein? Wir schweigen mal. Meierfeld schaut auf. Weder ja noch nein, sagt er. Also haben Sie diese Menschen weder ermordet noch Beihilfe zu ihrem Tod geleistet? Fragt Peter. Nein, lächelt Meierfeld und sieht Peter an. Ich habe noch nie Menschen getötet. Wie bitte? Meierfeld steht einfach da. Haben Sie mich gehört? Fragt Peter. Bekennen Sie sich zu Ihren Taten, ja oder nein? Meierfeld starrt zu Boden. Peter macht eine Notiz und sagt, der Angeklagte weigert sich, Schuld oder Unschuld zu bekennen. Der erste Zeuge bitte. Ein Zeuge nach dem anderen sagt gegen Meierfeld aus. Sie beschreiben, wie sie den Wächter kennengelernt haben und welche seiner Taten sie beobachtet haben. Wie er einen alten Mann mit einer Schaufel umbrachte, weil der nicht schnell genug arbeitete. Wie er einen 9-Jährigen zum Tode verurteilte, weil er ein Stück Brot gestohlen hatte. Wie er eine Frau befahl, wegzulaufen, um ihr dann in den Rücken zu schießen. Meierfeld sagt die ganze Zeit kein Wort. Er starrt weiter auf den Boden und scheint die Zeugen und ihre Aussagen zu ignorieren. Als die Zeugen ihre Aussagen beendet haben, geht Peter nach vorne und sieht den Konzentrationslagerwächter direkt an. Ludwig Meierfeld, Sie haben die Zeugenaussagen gehört. Was haben Sie zu Ihrer eigenen Verteidigung zu sagen? Fragt Peter. In Sachsenhausen gibt es keine Menschen, nur Ungeziefer, Untermenschen, Minderwertige und die Feinde des Deutschen Reiches, solche wie die, die ich jetzt in diesem Raum sehe, sagt er.
Also wie kann ich des Mordes schuldig sein? Wie denn? Seit wann ist das Töten von Ungeziefer Mord? Peter zuckt zusammen, als Meyerfeld das Wort Ungeziefer wiederholt, aber er unterbricht nicht. Als Meyerfeld mit seiner Aussage fertig ist, sagt Peter vorsichtig: Ich bedanke mich für Ihre Ausführung. Die Geschworenen werden jetzt gebeten, sich zurückzuziehen. Der Wächter steht abseits und schaut auf die Geschworenen, die sich leise in eine Ecke beraten. Er sieht weder ängstlich noch schuldig oder traurig aus. Ein zufälliger Beobachter hätte ihn niemals für den Angeklagten gehalten. Die Geschworenen haben eine Entscheidung getroffen. Wie lautet die Entscheidung der Geschworenen? Meyerfeld lächelt, er scheint nichts davon ernst zu nehmen. Schuldig, sagt eine Frau. Ludwig Meyerfeld, der Angeklagte hat sich in 3 Fällen des Mordes schuldig gemacht und in 5 Fällen der Beihilfe zum Mord. Der Angeklagte wird zum Tode verurteilt, sagt Peter. Bitte gehen Sie jetzt, fordert mich eine der Geschworenen auf. Das ist nicht für Ihre Augen bestimmt. Okay. Puh. Warum haben Sie ihn nicht einfach umgebracht? Fragt Christian, sobald wir draußen sind. Seine Schuld war doch eindeutig, oder? Weil wir nach Prinzipien handeln müssen. Genau deshalb sind wir im Widerstand, damit Menschen wie Meyerfeld zur Verantwortung gezogen werden und vor Gericht gestellt werden. Dafür kämpfen wir, sage ich. Naja. Okay, ich meinte, ich kann das total verstehen, aber wenn es jetzt um Prinzipien geht, war das jetzt auch nicht richtig prinzipienfest. Im Sinne eines fairen Gerichtsverfahrens. Gut. Okay. Das gibt viele Unterstützer. Jetzt sind sie alle dabei. Kriegsheld verschwunden. Ein Offizier und Kriegsheld war auf Front oder bei Berlin und ist seit Sonntag spurlos verschwunden. Seine Freunde, seine Familie und seine Kameraden sind besorgt. Während unseres heutigen Treffens erzählt Josef Herzberg uns seine Geschichte. Meine Freunde und ich sind heute nochmal davon gekommen. Ich denke, die SS sucht nur noch nach Ausreden, um Ärger zu machen. Was ist passiert? Mein Freund besitzt noch ein paar Jazzplatten und mein Plattenspieler funktioniert noch. Also haben wir den Nachmittag genossen und Musik gehört. Plötzlich wurde laut an der Tür geklopft. Es war die SS. Es waren in der Tat diese Schweine. Sie sind hereinspaziert, drohten meinen Plattenspieler an Ort und Stelle zu zerschlagen. Mein Freund hat protestiert und einer von ihnen hat eine Waffe gezogen. Er hält inne. Ich habe sie beruhigen können, aber natürlich haben sie die Platten mitgenommen. Es tut mir leid, dass sie euch die Platten weggenommen haben, sage ich ihm. Ich verzichte lieber auf die Platten als auf dich. Ich sehe mich im Raum um. Leute, bitte seid vorsichtig. Okay. Gut. Wir haben auf jeden Fall die große Tat vollbracht, Leute. Und jetzt stellt sich die Frage, was machen wir noch die nächsten 2 Runden? Ich weiß es nicht. Wollen wir nochmal feiern? Gefangene befreien. Ich meinte, die wären jetzt vermutlich eh bald. Kostet uns 70. Aber gut, wer weiß, sie können ja auch noch umgebracht werden. Ja, ich denke auch, wir machen die Gefangenenbefreiungsaktionen. Allerdings mit den Leuten, ja, ist ein bisschen schwierig hier, ne? Ja, das geht noch. Ziehen wir das noch durch? Die anderen beiden gehen hier nochmal rein. Okay, auf jeden Fall haben wir das große Ziel erreicht, Leute. Es war natürlich spannender, als wir es in Kapitel 2, oder war es in 1? Nee, in 2, in der letzten Runde geschafft haben. Aber gut, es muss ja auch nicht immer so sein. Schaffen wir das Gefangenenbefreien noch? Okay, wir treffen uns dort. Gruppe Fleet und Inka-Bauern Otto Schimmel sind befreit. Hervorragend. Und die beiden sind in Sicherheit? Okay. Hitler ist tot. 30. April. Adolf Hitler begeht Selbstmord im Bunker unter der Reichskanzlei in Berlin. Verbündete treffen sich in Deutschland. Amerikanische und sowjetische Truppen treffen sich zum ersten Mal in Torgau an der Elbe. Nationen der Welt kommen zusammen. Delegierte aus 50 Staaten treffen sich zur Gründungsversammlung der Vereinten Nationen in New York. Mitten in unserem Treffen steht Wilhelm Irre auf und wendet sich an die Gruppe. Liebe Leute, ich fürchte, ich muss mich von euch allen verabschieden. Heute Abend verlasse ich Berlin. Warum?
Ich habe heute meine Papiere erhalten. Ich wurde in die Wehrmacht eingezogen. Ach du Schreck, er schüttelt den Kopf. Ich werde nie eine Waffe in die Hand nehmen und für diese Schweine kämpfen. Aber wenn ich den Dienst verweigere, werden sie mich umbringen. Flucht ist meine einzige Chance. Das kann ich verstehen. Auf Wiedersehen, Wilhelm. Alle umarmen Wilhelm. Wir wünschen ihm alles Gute, bevor er die Gruppe für immer verlässt. Und da ist er weg. Puh, okay. Wir könnten noch ein neues Mitglied rekrutieren. Nee, das machen wir nicht. Ich würde sagen, wir feiern jetzt nochmal ein Fest für den Frieden. Das passt doch, oder? Das ist unsere letzte Aktion. Die starten wir jetzt. Okay. Der Text ist dasselbe, den kennen wir schon. Wir genießen den Abend und freuen uns, dass der Krieg quasi vorbei ist. Ja, es wird besser. Ich kann mich an solche Zeiten erinnern und ich bin sicher, sie werden wiederkommen, sage ich. Ich kann dich verstehen, sagt Christian, dann sollten wir das hier und heute feiern. Okay. Und damit? Mal sehen, was jetzt passiert. Die weiße Fahne ist schon von Weitem zu sehen. Jemand hat ein großes Betttuch aus einem Balkon im zweiten Stock gehängt. Obwohl die Straßenkämpfe sich schon in unmittelbarer Nähe abspielen, ist es die einzige weiße Fahne, die ich bis jetzt gesehen habe. Ich bin nicht der Einzige, der die Fahne gesehen hat. Ein Lastwagen rast die Straße entlang und hält vor dem Gebäude. Ein SS-Offizier und drei ältere Volkssturmmänner springen von der Ladefläche. Los, los, schreit der Offizier und sie stürmen ins Gebäude. Wir folgen ihnen. Wem gehört die Fahne? Plötzlich höre ich Schüsse. Eine Frau schreit. Oh Gott, was ist da los? Wir laufen hoch. Mörder, schreit jemand. Noch mehr Schüsse. Stille. Dann Schritte die Treppe hinunter. Ich verlasse das Gebäude, bevor die Truppe mich bemerkt. Die weiße Fahne ist verschwunden. Die Straßenkämpfe sind noch weiter vorangerückt und das tiefe Grollen eines Panzers erschreckt mich. Die Männer laufen aus dem Gebäude, springen zurück in ihr Lastwagen und fahren davon. Das sind ja wirklich Fälle, die wirklich fast überall stattgefunden haben. Ich kenne in meiner Geburtsstadt, meiner Heimatstadt, ist das auch passiert. Am Bahnhof, quasi einen Tag vor Kriegsende, haben die jemanden aufgehängt. Eine Frau. Wegen so einer Aktion. Ich gehe zurück und finde im Obergeschoss, also an der Laterne haben sie aufgehängt. Ich gehe zurück und finde im Obergeschoss eine offene Wohnungstür. Ein Mann liegt auf dem Boden in einer Blutlache. Fühlen seinen Puls, er ist tot. Da liegt eine Frau, sie ist ebenfalls tot, ein kleiner Junge, vielleicht 10 Jahre alt, kauert weint in einer Ecke. Was passiert? Heute Morgen, mein Opa hat einige unserer Soldaten auf der Straße gesehen. Er hat sie gefragt, wie es in der Stadt aussieht, und sie haben ihm gesagt, dass wir verloren haben und dass die Russen kommen. Sie haben ihm gesagt, eine weiße Fahne. Der Junge schluchzt. Wir sollen eine weiße Fahne aufhängen, damit sie nicht schießen. Ja, das hat er getan. Und da waren auf einmal diese anderen Soldaten und sie waren so wütend. Einer hat Opa angeschrien, er hat Opa ein Feigling genannt, aber Opa ist kein Feigling. Der schreckliche Mann hat gesagt, die Fahne soll weg. Opa war wütend, er hat angeschrien, dass er im letzten Krieg schon gekämpft hat. Er hat den Mann ein Feigling genannt, der Kinder und alte Menschen zwingt, Krieg zu führen. Der kleine Junge kann fast nicht mehr. Dann hat der Offizier auf Opa geschossen und jetzt ist er tot. Die Stimme des Jungen wird noch verzweifelter. Dann fing Oma an, den Mann anzuschreien. Sie hat ihn Mörder genannt. Der Offizier hat nochmal geschossen. Oma! Er hat meine Oma erschossen. Dann haben sie die Fahne geholt und sind weggegangen. Kleiner, komm her, du bist ein tapferer Junge. Glaubst du, dass das stimmt, was die Soldaten heute Morgen zu Opa gesagt haben, dass wir den Krieg verloren haben? Tja. Deutschland hat den Krieg verloren, ja. Der Junge nickt. Ich glaube auch. Sollen wir die weiße Fahne wieder aufhängen? Aber zuerst müssen wir Opa und Oma zudecken. Zusammen legen wir seine Großeltern Seite an Seite, falten ihre Hände und bedecken sie vorsichtig mit Laken. Dann treten wir auf den Balkon. In der Nähe hängen jetzt mehrere weiße Fahnen an vielen der Gebäude. Das Geräusch von Panzern ist noch viel lauter geworden. Wir befestigen die Fahne am Balkongeländer. Dann erst sehe ich die anrollenden russischen Panzer. Eine nach dem anderen Dutzende von ihnen. Auf den Panzern sitzen Soldaten. Sie sehen mich und den Jungen auf dem Balkon. Sie winken. Ich drücke den Jungen fest an mich. Wir winken zurück. Es ist vorbei.
Es ist ein sonniger Tag im Mai 46. Die Gruppe trifft sich in einem der wenigen Cafés, die wieder geöffnet haben. Die Stadt liegt in Trümmern, aber der Wiederaufbau hat bereits begonnen. Wir sitzen zusammen in der Sonne und trinken unseren Ersatzkaffee. Wie früher, aber wir haben weniger Angst. Wie geht es euch allen, frage ich. Jeder hat ähnliche Probleme, das Essen ist knapp und es ist immer noch schwierig, Kohle und Heizöl zu beschaffen. Aber am schlimmsten bleibt die Suche nach den Verwandten und Freunden, die noch vermisst oder verschollen sind. Haben wir wirklich alles getan, was in unserer Macht stand, fragt jemand. Tja, das ist schwer zu sagen. Wir hätten vieles anders machen können, aber dass etwas am Lauf der Geschehnisse geändert hätte, grübele ich. Vielleicht hätten wir noch mehr tun können, effektiver, radikaler. Wie hätten wir noch viel mehr Menschen von unserer Sache überzeugen können? Und eine Frage bleibt, wird die Welt daraus etwas lernen? Tja, die Welt wird daraus lernen, sonst sind wir Menschen zum Scheitern verurteilt. Es gibt Zeichen des Fortschritts. Die Politiker verhandeln über eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Aber ein neuer Konflikt brodelt. Zwischen den USA und der UdSSR. Hiroshima und Nagasaki sind nicht mehr. Das Schreckgespenst der Atombombe bedeutet, dass der nächste Krieg eine Bedrohung für die gesamte Menschheit bedeutet. Wir können uns nicht einigen. Dann muss ich die Frage stellen, die mich schon ein Jahr beschäftigt, seit Kriegsende. Unser Kampf, was wir getan haben, was wir geopfert haben, war es das wert? Würdet ihr es nochmal tun? Ein langes Schweigen. Dann nicken alle. Es gibt keine Zweifel, Gewalt, Ungerechtigkeit und das Leid unserer Mitmenschen schweigend und widerstandslos hinnehmen, das konnte keiner von uns. Ich schaue alle an und sage, ihr wisst, dass unsere Aufgabe noch längst nicht erfüllt ist, oder? Ihr wisst, dass unsere Feinde und die Feinde der Menschheit weiter unter uns leben und einige schon wieder in Amt und Würden sind. Ihr wisst, dass ihre Ideologie weiterlebt und neue Anhänger finden wird. Das Kriegsende bedeutet nicht das Ende unserer Verantwortung. Unsere Mission bleibt bestehen. Sie nicken. Unser Kampf war nicht vorbei. Das wussten wir alle. Auch wenn das Schlimmste nun vorüber schien, so war die mörderische Idee, die die Welt in den Abgrund gestürzt hatte, immer noch da. Und auch die Mörder waren noch da. Die Anführer und ihre willigen Henker, die nun in den Hintergrund traten, nur um auf die nächste Gelegenheit zu warten, die Welt ins Dunkel zu führen. Nein, unser Kampf war nicht vorbei. Die dunkelste aller Zeiten mochte vorerst vorüber sein, aber unser Kampf war es nicht. In den Strahlen der Nachmittagssonne schworen wir uns, weiter zu kämpfen, bis auch der letzte dieser Verbrecher vor Gericht gestellt wurde. Wir werden nicht aufhören zu kämpfen, bevor nicht das letzte Zeichen des Narzissmus vom Erdboden verschwunden ist. Unser Ziel ist, eine neue Welt des Friedens und der Freiheit aufzubauen. Das schulden wir unseren ermordeten Mitstreitern. Wir schwören. Ja. Die Scheuermann-Lose-Gruppe bekommt sogar ein Denkmal. Sie war vom 1. Februar 33 bis zum 30. April aktiv. Zu ihrem Höhepunkt hatte sie 5 Mitglieder und 128 Unterstützer. Kurz vor Kriegsende gelang es den Mitgliedern der Scheuermann-Lose-Gruppe, den KZ-Kommandanten und Mörder Ludwig Meyerfeld zu fassen und an ein Untergrundtribunal zu übergeben, wo er vor Gericht gestellt wurde. Die Straße in Berlin, in der das Haus steht, in dem der Prozess gegen den NS-Verbrecher stattfand, heißt nun Scheuermann-Lose-Gruppe-Straße zum Gedenken an die mutigen Männer und Frauen der Scheuermann-Lose-Gruppe. Du bist nicht verantwortlich für das, was passiert ist, aber du bist sicherlich dafür verantwortlich, dass es nicht wieder passiert. Max Mannheimer, Autor, Maler, Holocaust-Überlebender. Schade, ich fände es cool, wenn auch die anderen, den anderen Erfolg, den wir in Kapitel 2 erzielt haben, wenn der hier nochmal erwähnt werden würde. Okay. Und damit sind wir durch. 4 Kapitel. Das Spiel ist am Ende doch sehr, sehr anders geworden, als ich es vor ein, zwei Jahren sozusagen auf der Gamescom noch mitbekommen habe. Durch diese langen Erzählpassagen ändert sich der Charakter des Spiels doch sehr stark. Ja, aber wir haben es geschafft. Wir haben erstens überlebt und zweitens haben wir auch noch die zweite große Aktion hingekriegt.
das ist es doch. Der Schwur war angelegt an den Schwur von Buchenwald. Ah, danke, Nachterhalb. Ja. Also das Spiel hat seine Stärken und seine Schwächen. Die Stärken sind mit Sicherheit, wie es das Thema anpackt. Das finde ich wirklich angemessen, muss ich mal sagen. Auch die Verknüpfung von diesen Story-Elementen mit diesem Strategie-Part. Das ist schon gut. Die Atmosphäre finde ich sehr gut. Die Musik ist toll. Also man hat schon so das Gefühl, dass man irgendwie drin ist, dass man schwierige Entscheidungen treffen muss. Das macht das Spiel alles, finde ich, sehr, sehr gut. Als Schwäche würde ich bezeichnen, dass es am Ende von der Wiederspielbarkeit her für mich zumindest nicht sonderlich motivierend ist, jetzt nochmal neue Versuche zu machen. Dafür ist dann wiederum der Strategieteil nicht interessant zu machen. Aber das ist auch kein Problem. Ich meinte, der Preis ist absolut okay und man hat hier bestimmt 20 Stunden, ich weiß gar nicht, wie viel gespielt haben. 15 bis 20 Stunden und das ist völlig in Ordnung. Und was so ein bisschen das Problem ist, dieser, sag ich mal, Erzähltexte, dass sie sehr, sehr didaktisch sind. Ne? Also sie versuchen wirklich jetzt alles so aufzubereiten, dass es wirklich jeder versteht, der auch absolut kein Vorwissen hat. Das ist vermutlich vielleicht nötig oder so, aber dadurch wirkt es ein wenig subtil so. Also ne, es ist sehr, sehr direkt.